Ich begrüße Sie alle sehr herzlich. Vielen Dank fürs Kommen. Nach langer, langer, langer Zeit mal wieder eine Veranstaltung im Rahmen von Hans-Peter Dürr Lectures. Der, ja, wer ihn kannte und ihn mal erlebt hat, der würde sein Haupt sehr schütteln. Er käme aus dem Lockenschütteln nicht mehr raus. Ich glaube, er hätte die Veranstaltung nicht so genannt. Also ja, wir haben ja eine Frage gestellt, gerät die optimale Welt aus den Fugen? Und er würde sagen, die gerät immer aus den Fugen. Also die atomare Welt gerät aus den Fugen, ohne Fragezeichen. Und wenn ich jetzt so durch seine alten Texte gehe, was ich gerade tue, weil ich auch die Webseite seit 100 Jahren irgendwie jetzt mal wieder auf den letzten Stand bringen will, dann liest sich das irgendwie für heute. Also es ist bitter für uns alle, die wir womöglich jetzt schon so lange in diesem Gewerbe unterwegs sind, dass es jetzt plötzlich heißt, ja super, wir brauchen regenerative Energie nicht. Das ist ja eigentlich so ein bisschen der Ruhm. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass es tatsächlich jetzt auch alles schnell kommt. Und davon wird sich ja dieser Abend berichten mit den Referenten, die ich jetzt nicht vorstelle, außer einer. Wo ist sie? Die Franza. Die Franza ist die Moderatorin und die Franza ist angereist aus Berlin. Und arbeitet bei der, sie ist Sozialwissenschaftlerin, arbeitet bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die wiederum, und das ist auch ein Grund für diesen Abend, nämlich die aktualisierte Ausgabe von unserem Uranatlas vorzustellen. Und da war die Rosa-Luxemburg-Stiftung oder ist und bleibt ein ganz wichtiger Partner, Partnerin. Und die Franza ist der französischen Sprache sehr mächtig. Sie ist die Expertin für Westafrika, genau, und reist viel rum und ja, hat auch einen großen Einblick in die über unsere drei Atomkraftwerke hinaus und wo auch noch Uran herkommen könnte. Ja, dann begrüße ich natürlich den Hausherr, der heute der Kameramann ist, den Manuel Schneider, sehr herzlich, und dann unseren Stifter Franz Moll. Und auch noch ein paar andere, die ich kenne, aber jetzt nicht namentlich aufführe. Und ich freue mich, Sie zu sehen. Und sehr herzlich jetzt die Luise Kinseher. Die ist nämlich bei uns im Stiftungsrat, bei der Nuclear Free Future Foundation. Und deswegen muss sie manchmal kommen. Und wer jetzt denkt, weil sie tritt jetzt nämlich sofort auf, aber wer denkt, er kann dann gehen, der tut sich keinen Gefallen, weil sie ist nur ganz kurz und am Ende ganz lang. Also, du wolltest ja noch gar nicht. Länger, ja. Länger auf jeden Fall. Ja, und mit der Luise fangen wir jetzt an und ich wünsche uns allen einen ja, inspirierenden Abend. Ja, sehr gerne. Mir ja schon auch sehr viel in den Kopf umgeht und gestern eben auch bei der Sitzung, wenn man sich dann die Arbeit vom Horst anschaut, den Uranatlas durchblättert und sich das alles mal so durchüberlegt, dann denkt man sich natürlich, also ich denke mir oft, wie konnte es überhaupt so weit kommen, weil mit unserem Verstand hat ja das alles nichts zu tun, was da passiert. Und ich habe mich dann so ein bisschen damit beschäftigt und bin jetzt tatsächlich in der Hirnforschung fündig geworden und da habe ich dann gelesen, ja, unser Gehirn ist ja von der Evolution so angelegt, dass es permanent Probleme lösen möchte, weil nur dann schüttet es Glückshormone aus. Also das hat jetzt mit unserem Verstand nichts zu tun. Also das ist das Fatale, sonst hätten wir ja nicht diese Probleme. Wir brauchen die Probleme, wir kreieren mit jedem Problem, das wir gelöst haben, das nächste Problem. Wegen den Glückshormonen. Und habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn, mein Steuerberater. Der ist ja, was der, einen messerscharfen Verstand hat der. Der hat das schon erkannt mit dem Klimawandel. Das ist schon, also das hat er. Und dann hat er sich, also aufgrund der zu erwartenden Naturkatastrophen, einen BMW X5 gekauft. Problem gelöst, Glücksgefühl, gell? Und dann hat er aber rausgesagt, jetzt hat der nicht in seine Garage gepasst. Die war zu klein. Jetzt hat er ein Problem gehabt, dann eine Garage umgebaut, Glücksgefühl. BMW reingestellt, noch größeres Glücksgefühl.
dann hat sich herausgestellt, jetzt hat die Garage proportional nicht mehr zu seinem Haus gepasst. Problem. Jetzt hat er das Haus umgebaut, Glücksgefühl. Für diesen Umbau hat er aber zwei Obstbäume hinterm Haus opfern müssen. Problem. Dann hat er zum Ausgleich wegen dem Klimaschutz neben seinem Infinity Pool ein Insektenhotel aufgestellt. Glücksgefühl. Dann hat er aber im Sommer so viele Websen gehabt, dass er auf der Terrasse nicht mehr draußen essen haben können. Problem. Dann ist er mit seiner Frau im BMW X5 zum Italiener zum Essen gefahren. Glücksgefühl. Dann bandelt dort mit einem anderen Problem. Er sauft zwei Flaschen Barolo aus lauter Eifersucht. Glücksgefühl. Dann wird er bei der Heimfahrt, hat er Fahrzeugkontrolle, Führerscheinentzug. Oh. Merkst du was? Sagt der Verstand? Merkst du was? Sagt der Verstand? Jetzt muss er mit den Öffentlichen fahren, zur Arbeit, zwei Stationen ins Büro, das hätte er gleich haben können. Guter Start für diesen Abend, würde ich sagen. Vielen Dank an Frauke, die mich so gut vorgestellt hat. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dieser Hans-Peter Dürr-Lecture. Und den heutigen Abend gerät die atomare Welt aus den Fugen. Ich würde gleich gerne meine PanelistInnen bitten, mit hier zu mir zu kommen, dass ich nicht so alleine hier bin. Horst Hamm, Angela Wolf und Hauke Dirk. Ich fand das, also natürlich, Frau, du hast sicherlich recht, man kann das auch als Statement sagen, die atomare Welt gerät aus den Fugen. Ich fand das aber trotzdem nochmal so bezeichnend, wie das jetzt einfach aktuell gerade rasant geht. 2019 ist zum ersten Mal dieser Atlas erschienen, auch schon auf Englisch, Französisch, Tschechisch. Und wir haben uns überlegt, eine aktualisierte Auflage zu machen, die ist jetzt im April erschienen, überarbeitet und eben aktualisiert. Und schon vorher, also Ende Februar, kam es dann zu dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wodurch irgendwie nochmal so viel aufgewirbelt wurde. Eine Sache, die nicht so oft bedacht wird, ist, der Uranpreis steigt angesichts dieser Energiekrise. Das bedeutet, dass Minen profitabel werden, die vorher nicht profitabel waren. Also Abbau vom Uran bisher vielleicht auch wieder profitabler wird, als es zuvor war. Wir haben die Frage, ist Atomkraft eine CO2-arme Energiequelle? Diese Frage stellt sich ja leider immer mal wieder und aktuell wird sie noch größer gemacht. Die Rolle von Lingen und Gronau, unseren Atomanlagen in Deutschland, gerät auch mit dem aktuellen Urantransport aus Russland nach Lingen wieder auf die Agenda. Was ist eigentlich deren Rolle? Wollen wir diese Rolle so haben? Und nicht zuletzt natürlich die Frage nach der nuklearen Bedrohung angesichts dieses Krieges. Und das sind so riesige Themen und auch nur in Ansätzen streifen wir die in diesem Atlas und auch nur in Ansätzen werden wir sie heute hier besprechen können, aber wir versuchen es zumindest, das ist unser Ziel. Das heißt also, wir werden hier unter uns ein bisschen diskutieren am Anfang und dann den Raum öffnen für Fragen, Kommentare, Wutausbrüche ihrerseits oder Verwunderung und haben dann eben zum Ende noch einen Beitrag von Luise Kinseher, auf den ich mich schon jetzt freue und können das Ganze glücklicherweise bei einem kleinen Umdruck noch ausklingen lassen, wenn Sie so viel Geduld haben. Aber erstmal, mit wem stehe ich hier? Zu meiner Linken ist Horst Hamm, der Projektleiter des Uranatlas, der ihn angestoßen hat seit 2018, mit dem ich auch so lange schon kooperiere und das, was mich immer wieder sehr erfreut. Er ist der geschäftsführende Vorstand von der Nuclear Free Future Foundation, freier Journalist und auch Buchautor zu den Themen Klima und Umwelt. Nächstes Jahr wird hier im Hause sozusagen beim Ökom Verlag das nächste Buch erscheinen zur Stoffgeschichte Uran. Dann dabei vielleicht ein kurzer Einschub. Wer macht eigentlich diese Veranstaltung? Wir sind ziemlich viele. Das sollte vielleicht nochmal kurz transparent sein. Das ist diese Nuclear Free Future Foundation, ist Mitveranstalterin, genauso wie die Rosa-Luxemburg-Stiftung.
der Verein vom Ökom Verlag, Ökom e.V., das Global Challenges Network und der Kurt Eisner Verein, also sozusagen die Münchner oder Bayerische Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das als Einschub nun wieder zu meinen Mitstreitenden hier. Und die Seelbach-Umweltstiftung. Die Seelbach-Umweltstiftung, oh, die habe ich anscheinend. Ja. Meine Fauxpas tut mir dann unter den Tisch fallen lassen. Genau, Angela Wolf ist Referentin für Energie- und Atompolitik beim Bund für Umwelt- und Naturschutz. Der BUND ist Mitherausgeber von diesem Atlas, auch schon vom ersten Atlas. Und genau, Angela hat früher bei Ausgestrahlt gearbeitet, also schon lange eine Anti-Atom-Streiterin, Aktivistin und es arbeitet auch als freie Journalistin. Und nicht zuletzt, Hauke Dirk, gleich neben mir, ist Physiker und als solcher arbeitet er als Fachreferent für Radioaktivität am Umweltinstitut München. Hatte also mit Horst zusammen die nächste Anreise, würde ich sagen. Vielleicht zum Einstieg, Horst. Ich habe ja gerade schon ganz kurz angerissen, Energiekrise, Ausstieg aus dem Atomausstieg, Laufzeitverlängerung, nukleare Fragen, die sich darüber hinaus stellen. Ist der Atlas, wenn so viel passiert, überhaupt noch aktuell? Ja, ist mal eine gute Frage, aber da kann ich sagen, eher aktueller denn je. Also der Atlas geht auf die gesamte atomare Kette ein, beginnt beim Uranbergbau, geht über die aktuelle Nutzung von Uran, die Katastrophen, die wir hatten. Er geht auf die militärische Bedrohung, die wir aus dem russischen Überfall der Ukraine noch mehr kennen. Er geht hin zurück zu den Atombombenversuchen, die es gab, die ein Stück weit die jetzt natürliche Radioaktivitätsbelastung angehoben haben. Und er endet, wo soll es anders sein, bei der ungelösten Endlagerfrage. Früher, das zeigt der Atlas, gab es eine einfache Lösung, ab ins Meer, also Dumping von Atommüll. Da waren die Deutschen nicht so stark dabei, aber auch wir haben einige Fässer verklafft. Aber vor allen Dingen die Sowjetunion und Großbritannien waren in dem Bereich die Hauptakteure. Können Sie alles hier nachlesen. Wir zeigen, welche Länder ihr Atommüllproblem mit einem Endlager zumindest theoretisch gelöst haben. Da sind die Finnen am weitesten. Das Endlager in Onkalo soll, ich glaube, 2025 eröffnet werden. Und letzte Woche habe ich gehört, dass die Schweizer sich auf einen Standort geeinigt haben. Schweden ist auch nicht sehr weit weg, aber alle anderen Länder wissen es nicht. Am schwierigsten ist es für Japan. Unter Japan kommen gleich vier seismische Platten aufeinander. Fukushima lässt grüßen. Und wie soll man in einer Region, in der sich die Erde im Laufe von 100 Jahren um 10, 20 Meter bewegen kann, wie soll man da ein sicheres Endlager hinkriegen? Also großes Fragezeichen. Auf die Frage, sind wir noch aktuell? Wir haben, du hast gesagt, im April den Uraner das rausgebracht. Der russische Überfall ist gerade in die Schlussredaktion gefallen und wir haben einige ganz wichtige heutige Aspekte bereits aufnehmen können. Woher kommt das Uran, wird hier gezeigt. Wir können aus den Daten im Atlas sehen, wir sind sehr von russischem und kasachischem Uran abhängig. Wir haben mit aufgenommen, welche Atomkraftwerke in Europa überhaupt russische Brennelemente benötigen. Das ist eine ganze Reihe, insgesamt 18, alles osteuropäische und das werden wir heute noch diskutieren. Also der Atlas ist aktueller denn je, schauen Sie rein. Mich ärgert jeden Tag, dass wir über Energie, Öl, Kohle und Gas diskutieren, aber fast kein Wort in den Medien fällt, woher kommt denn unser Uran? Ja, danke Horst, du gibst mir genau das Stichwort, weil letztes Jahr die fossilen Brennstoffe, die wir importiert haben aus Russland, waren 32% unseres Öls, 55% des Gases und ein Viertel der hier verbrannten Kohle. Und wie du sagst, es wurden Sanktionen beschlossen, die uns auch mit jetzt in diese Situation geführt haben, dass wir uns überlegen müssen, woher kommt eigentlich die Energie in Deutschland und wo soll sie zukünftig herkommen. Und du hast es gerade schon angesprochen, die Frage würde ich gleich gerne mit weitergeben an Angela. Wie ist es denn, was die Atomkraft angeht? Also ist da Deutschland weniger abhängig von Russland?
Du hast ja schon angedeutet, das nicht, aber kannst du das noch mal ein bisschen ausführen? Das wurde ja sofort behauptet von Seiten CDU, CSU, FDP, die gesagt haben, so, wir brauchen jetzt hier eine Energieunabhängigkeit in Deutschland und das geht mit Atomkraft und haben dann gleich nach dem Weiterbetrieb gerufen und nach neuen Brennstäben. Und ich weiß nicht, ob Horst Hamm einfach nur eine Eingebung hat oder ein gutes Gespür. Auf jeden Fall, dieses Heftchen hat sehr viele Dienste, gute Dienste schon geleistet in dem Jahr, weil es halt auch bei Journalistinnen gelandet ist und da wunderbare Aufklärungsarbeit geleistet hat und dafür gesorgt hat, dass eben auch die Fakten in den Medien dann zwar noch nach wie vor unterbelichtet sind und unterrepräsentiert, aber sie sind auch dort gelandet und Fakt ist einfach, dass im Bereich Atomkraft die Abhängigkeit von Russland so hoch ist, dass die EU und auch die USA sich Sanktionen überhaupt nicht leisten wollen bisher. Das heißt, die Abhängigkeit ist sogar noch größer als im fossilen Bereich. Wenn wir jetzt auf die EU schauen, dann sind es beim Natururan, also das, was noch nicht angereichert ist, da sind es 20% circa, die aus Russland geordert werden und nochmal 20% aus Kasachstan, das ja bekanntlich sehr russlandfreundlich ist. So, das zusammengerechnet schon sind über 40% russisches Uran und kasachisches. Und dann haben wir aber auch noch das angereicherte Uran, was in die EU kommt und das sind auch nochmal 26%. Also die Urananreicherung schafft auch nochmal eine große Abhängigkeit von Russland und das betrifft noch stärker sogar die USA, wo es dann über 50% des angereicherten Urans sind, die das aus Russland bezogen wird. Also da führt gerade überhaupt kein Weg dran vorbei und es betrifft auch nicht nur das Uran, sondern entlang der gesamten Produktionskette hat Russland seinen Einfluss über die Jahre hinweg vergrößert und den Westen angezogen mit günstigen Preisen im Nuklearbereich. Und alle haben sich dann halt gerne auch, haben das gerne angenommen und haben diese Abhängigkeit immer mehr vergrößert. Und das geht in Deutschland sogar bis zum AKW-Abriss, wo auch Russland über seine verstaatlichten Firmen beteiligt ist. Dann gibt es noch einen Bereich, und zwar die Brennelemente. Da gibt es Abhängigkeiten innerhalb der EU, also in europäischen Staaten. Das sind Kraftwerke, die ausschließlich mit Brennelementen aus Russland betrieben werden können. Die haben eine besondere Form. Und es sind insgesamt 18 Reaktoren, die mit diesen Brennelementen betrieben werden. Und da gab es dann sogar, im März war das, da gab es dann Ausnahmen von der Flugverbotszone, sodass dann quasi die EU beliefert werden konnte von Russland per Flugzeug mit Brennelementen. Also die Abhängigkeit ist tatsächlich so groß, dass es aus dem Grund, nur aus dem Grund, keine Sanktionen gibt. Ja, vielen Dank. Genau, die Rolle werden wir, glaube ich, nochmal, also die Rolle, die Russland auch über die Uranlieferungen hinaus einnimmt, werden wir gleich auch nochmal genauer beleuchten. Aber erstmal vor diesem Hintergrund, Hauke, also gerade Markus Söder ist ja jemand, der hier in Bayern sehr stark dafür plädiert, eine Laufzeitverlängerung wäre nötig. Wie beurteilst du vor dem Hintergrund gerade auch diese Abhängigkeiten, die Debatte? Puh, ja, also ich sehe das ein bisschen so, dass halt diese Forderungen, die Rufe nach Atomkraft jetzt eher eine Ablenkungsmanöver sind. Das sind ja gerade von den Leuten, die zuvor da aufgefallen sind, die Energiewende auszubremsen. Söder halt vorne ran mit der 10H-Regel in Bayern, die halt hier in Bayern die Windkraft zum Erliegen gebracht hat. Und da ist natürlich klar, dass diese Leute irgendwie von ihrem, was sich jetzt rausstellt, energiepolitischen Versagen dann ablenken wollen. Und ich muss sagen, leider haben sie das auch ziemlich gut geschafft. Also wir reden jetzt ganz, ganz viel über Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken und eben nicht über die relevanten Fragen, wie kommen wir jetzt im Winter durch so eine mögliche Energiekrise, wie kann das gerecht verteilt werden,
Und ja, wie schaffen wir es halt, möglichst viel einzusparen? Da haben wir jetzt ganz, ganz viel Zeit verloren mit so einer Laufzeitdebatte. Und nun hat der Stresstest, den Netzbetreiber angefertigt haben, letzte Woche ja auch gezeigt, dass so eine AKW-Verlängerung gar nicht mal so viel bringt. Also um mal eine Zahl zu nennen, da gab es verschiedene Szenarien. Das Szenario 2+, da wurde untersucht, welchen Beitrag Atomkraft jetzt liefern kann für den Winter. Und da kam halt raus, es werden so oder so, also falls mehrere kritische Situationen auftreten, werden Kraftwerkskapazitäten im Ausland angezapft werden müssen. Und zwar eben für wenige Stunden und im Bereich von 5 Gigawatt. Und die Atomkraftverlängerung, also der Streckbetrieb, der diskutiert wird, würde das halt auf 4,6 Gigawatt dann reduzieren, also so um ungefähr 10%. Und die Anzahl der Stunden, die es betrifft, von 1 bis 2 auf 0 bis 1 Stunden dann reduzieren können. Und da passt es für mich im Kopf schon mal gar nicht so zusammen. Also diese Debatte ist ja eigentlich, wir kriegen Energiesicherheit mit Atomkraft im Winter und zu diesen Ergebnissen von den Netzbetreibern passt das überhaupt nicht. Also das ist ein minimaler Nutzen, den wir da haben. Aber das Risiko ist ja enorm. Also das wird auch in der Debatte sehr unterbelichtet. Wir haben da total alte Reaktoren, die sind, haben nicht mal eine aktuelle Sicherheitsüberprüfung. Das ist nur bis Ende des Jahres so geduldet, irgendwie so ein schlechter Kompromiss, aber so ist es jetzt. Und ja, die haben halt Sicherheitsschwachstellen. Zum Beispiel sind da Risse in den Dampfdruckerzeugerrohren. Und ja, wenn die so ein Rohr reißt, dann kann es schon zum Unfall kommen, der auch schwer sein kann. Und in Bayern, soweit ich weiß, hat man beim Kraftwerk Isar 2 mit Absicht nicht einmal nachgeschaut nach den Rissen. Also in Neckarwestheim weiß man das, man ist mit dem Problem umgegangen und die Aufsichtsbehörde hat entgegen der Vernunft, würde ich so behaupten, sagen, bis Ende des Jahres lassen wir das so dulden. Aber eigentlich müssten aus Sicherheitsgründen die Atomkraftwerke ja jetzt schon vom Netz. Und so, und ja, zur Rolle von Söder, also er lenkt ab und er hat halt einfach das versemmelt in Bayern, statt sich jetzt hinzustellen, ja okay, ich habe die Netze nicht ausgebaut, der Strom kommt hier aus dem Norden nicht her, ich habe außerdem den Windkraftausbau lahmgelegt, sorry, so, kommt jetzt eine Scheindebatte und das ist schon ärgerlich. Ja. Genau, also das eine ist dieser Streckbetrieb und das andere ist die Laufzeitverlängerung, das ist ja gerade schon so ein bisschen auch zusammengedacht, also zum einen sehr prominent, Frankreich ist ja ein Staat, der sehr, sehr stark auf Atomkraft setzt und da ist Emmanuel Macron als Präsident einer derjenigen, der ganz laut ruft, wir brauchen neue AKWs. Auch in England, jetzt bevor er zurückgetreten ist oder zurücktreten musste, Boris Johnson, auch dasselbe. Besonders schön ist dieses Zitat von Andreas Scheuer, unserem früheren Verkehrsminister von der CSU, die tolle Formel. Meine Formel lautet 3 plus 3 plus 3. Drei Kernkraftwerke müssen länger laufen, drei müssen reaktiviert werden und drei müssen neu geplant werden. Also über das länger laufen lassen und reaktivieren, ich glaube, die Sicherheitsbedenken wurden ja gerade schon dargelegt. Aber ein bisschen provokant gefragt ist es ja so, wenn man sich die Treibhausgasemissionsbilanz von Frankreich anschaut, dann ist die um einiges geringer. Und da ist eben der Anteil an der Stromerzeugnis 70% Atomkraft. Und in Deutschland ist, wenn man jetzt nur auf diese CO2-Emissionen geht, eben die durch Erdgas- und Kohleverstromung die Bilanz weiter schlechter. Also ja, Horst, meinst du, man könnte vor dem Hintergrund, müsste man doch eigentlich dann neu bauen? Ja. Also die Antwort ist klar, es geht. Aber ich will auch ein bisschen mehr darüber reden. Also diese ganzen Ankündigungen, es gibt so viele Ankündigungen über neue Atomkraftwerke, die Realität sieht anders aus. Ich gehe nach Frankreich, du hast nach Frankreich gefragt. In Frankreich wurde 2007 Flamanville mit dem Bau begonnen, das ist in der Normandie. Geplante Fertigstellung 2012. Kostenkalkulation 3 Milliarden Euro. Wir haben jetzt 2022, die neueste Zahl, die ich weiß, vielleicht im zweiten Quartal 2023 geht das Ding ans Netz.
Das wurde auch schon 2019 für 20 und 2020 für 21 gesagt. Also ob das so ist, weiß ich nicht. Was aber der französische Rechnungshof sagt, Stand heute kostet dieser Bau nicht 3 Milliarden, sondern 19 Milliarden. Das können Sie alles im Uranatlas nachlesen. Ich gehe auf ein zweites Kraftwerk, was eigentlich die Renaissance der Atomkraft in Europa einleiten sollte. Das ist Olkiluoto, ein Zungenbrecher in Finnland. 2005 mit dem Bau begonnen, kalkuliert auch 3 Milliarden. Das ist tatsächlich 2022 ans Netz gegangen, nachdem es ursprünglich 2009 ans Netz gehen konnte. Auch mit Kosten von 11 Milliarden, also nicht ganz so schlimm wie der französische Reaktor. Wir haben Hinkley Point, dort werden jetzt zwei gebaut, die sind gleich mal für 19 Milliarden Pfund kalkuliert. Also schon in einer ganz anderen Größenordnung. Die Zeiträume sind gigantisch, die Kosten genauso. Von daher, jedes Land, das auf diese Technik setzt, sollte sich sehr genau überlegen, ob es dieses Geld nicht gleich nimmt und die Energiewende finanziert. Denn das könnten wir locker machen. Und ich argumentiere neuerdings gerne mit China, weil China ist das einzige Land der Welt, das in Vergangenheit im großen Stil AKWs neu gebaut hat. Auch die Chinesen haben die Erfahrung gemacht mit zwei Zwillingsblöcken, die sollten Versuchsreaktoren der vierten Generation sein, also quasi mal ein Modell, von dem die Atomindustrie auch schwärmt. 2012 begonnen, 2021 schließlich fertig geworden, weit hinter dem Zeitplan, weit hinter dem Kostenplan. Im Jahr 2020 haben die Chinesen zwei große AKW-Meiler mit 2 Gigawatt ans Netz gebracht. Im gleichen Jahr haben sie erneuerbare Energien mit einem Volumen von 135 Gigawatt ans Netz gebracht. Also der Faktor 65, 67. Und was noch spannender ist, kann man bei Michael Schneider und seinem Nuclear Industry Status Report nachlesen. Im 5-Jahres-Plan 2021 bis 2025 haben die Chinesen kein neues Kernkraftwerk mehr geplant. Und China steht nicht das Land, wo Leute wie wir auf die Straße gehen und dagegen protestieren. Es steht nicht dafür, dass es administrative Hemmnisse gibt. Und China sieht, Atomkraft hat keine Zukunft. Also das finde ich eine Botschaft, die sich alle mal vor Augen führen sollten, die heute über neue Kernkraftwerke reden. Also es wird über Small Modular Reactors geredet, es wird über die vierte Generation von Kernkraftwerken geredet. Es gibt ein Gutachten des Öko-Instituts, das hat der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags allen Abgeordneten gegeben. Da steht drin, die vierte Generation, die jetzt die Lösung bringen soll, auch für die Klimafrage, die vierte Generation wird nicht vor 2060 zur Verfügung stehen. Bis dahin ist das Klimathema gelöst. Also, ja, also es wird in meinen Augen, es wird neue Kernkraftwerke geben, aber nicht in dem Spiel, wie von der Atomindustrie immer wieder prophezeit. Und die Alternative ist eine andere. Und jeden Euro, den wir in das alte System reinbuttern, mit jedem Euro verhindern wir quasi den Umstieg und eine tatsächliche Energiewende. Angela, kannst du da vielleicht nochmal aus deutscher, also du hast jetzt sehr die internationale Perspektive als Beispiel herangezogen, kannst du da nochmal so aus der deutschen Perspektive anschließen? Zum Neubau? Mhm. Ja, es ist insgesamt so, es ist einfach, es gibt keine guten Gründe, um ein Atomkraftwerk zu bauen. Also es ist absolut, wenn man jetzt von der wirtschaftlichen Sicht her schaut, es macht keinen Sinn, es ist die teuerste Art, Strom zu produzieren. Warum sollte man das tun? Die Konzepte zu 100% erneuerbar, die liegen längst auf dem Tisch, die sind da. Warum sollte man eine Form der Energieerzeugung wählen, die weder zuverlässig noch wirtschaftlich ist und immense Sicherheitsrisiken mit sich bringt? Also sowohl was den Atommüll angeht, den wir dann
unseren Nachkommen überlassen und der für Jahrtausende gefährlich ist und abgeschirmt sein müsste. Also selbst wenn wir irgendwann ein Tiefenlager haben für die dauerhafte Lagerung, dann wird es niemals eine Garantie geben können, dass tatsächlich dieser Müll für diese langen Zeiträume von der Umwelt abgeschirmt ist. Es ist einfach nur dann der Ort, wo es nach heutiger Sicht und heutigem Stand von Wissenschaft und Technik am sinnvollsten ist, diese Atomabfälle aufzubewahren. Das andere ist, es bleibt eine Hochrisikotechnologie und die Frage ist halt nicht, ob Atomkraft sicher ist oder nicht, sondern die Frage ist immer, welches Risiko sind wir bereit zu akzeptieren? Und es ergibt einfach keinen Sinn. Alle Zutaten zusammen kommt immer zu dem Ergebnis, wo ist der Vorteil? In Frankreich gerade das Beispiel nochmal. Da haben wir dieses Jahr komplett gesehen, wie man mit Atomkraft seine komplette Energiepolitik gegen die Wand fährt. Es hat sich gezeigt in der Dürreperiode, dass die Atomkraftwerke nicht ausreichend gekühlt werden können, weil zu wenig Wasser in den Flüssen ist oder dass halt die Flüsse umkippen, weil die Überhitzung zu stark ist. Also allein der Klimawandel zeigt, dass Atomkraft nicht anpassungsfähig ist. Dann, das hat Horst gerade schon angesprochen, Frankreich baut gerade mal ein Atomkraftwerk seit vielen Jahren im Verzug und redet ständig davon, dass sie neue bauen werden. Das ergibt keinen Sinn. Also sie kommen halt auch nicht nach und für Europa bedeutet das ein riesiges Sicherheitsproblem und Sicherheitsrisiko, weil die Kraftwerke in Frankreich jetzt schon nicht mehr die jüngsten sind, sondern tatsächlich also überaltert und eigentlich halt, wenn dann, ausgetauscht werden müssten. Und was sich auch in Frankreich zeigt, ist, dass Atomkraft, die in den Ausbau von erneuerbaren Energien torpediert und blockiert, weil da ist Frankreich eben auch, kommt halt nicht nach und es macht einfach keinen Sinn und es macht auch in Deutschland keinen Sinn und das lenkt einfach oder es sind auch Ablenkungsmanöver, um diese fossilatomare Industrie und dieses fossilatomare System weiterhin zu bedienen und das ist über die letzten Jahrzehnte gelaufen und dadurch kommen halt eben diese ganzen Versäumnisse zustande bei der Energiewende und das ist das Einzige, was Sinn macht. Ich will nur noch ganz kurz ergänzen, Frankreich hat wesentlich bessere Windstandorte als Deutschland, die Atlantikküste, die Normandie. Die hat weit mehr Fläche zur Verfügung. Es wäre ein leichtes, es anders zu machen. Der Süden Frankreich ist, was Sonne angeht, geradezu privilegiert. Also Frankreich könnte ein ganz anderes Energiesystem machen, aber das wurde wirklich Jahrzehnte torpediert, wie Angela das sagt. Und deshalb steht Frankreich heute so da, wie es da steht. Wir Deutsche, wir reden über Gas. Was machen wir mit unserem Gas? Wir produzieren Strom, um den Blackout von Frankreichs Atomindustrie hier ein bisschen auszugleichen. Das kann es nicht sein. Ja, vielen Dank nochmal für die deutlichen Worte von euch beiden. Also wenn wir jetzt festhalten am Atomausstieg, der ja jetzt so ein bisschen ein paar Monate nach hinten zumindest erstmal schon mal verzögert wurde, dann nochmal der Aspekt, den wir hier auch im Atlas beleuchten. Also wir haben ja auch noch, eigentlich steigt Deutschland ja eh nur halbherzig aus, weil es gibt noch die Atomanlagen in Lingen, die Brennelementefabrik und in Gronau die Anreicherungsanlage, die mit unbefristeter Betriebsgenehmigung einfach weiterlaufen. Und da würde mich interessieren, Hauke, was hat das für Folgen, dieser Weiterbetrieb? Was heißt das? Ja, ich habe mal im Uranatlas gelesen für die Dimensionen überhaupt. Also diese Urananreicherung, Brennelementefertigung kann so ungefähr 4.500 Tonnen Uran bereitstellen. Das sind etwa 10% vom Weltmarkt. Also es ist gar kein so kleiner Happen, der da jetzt in Deutschland noch weiterläuft und auch an der Atomwirtschaft weltweit dann eben noch beiträgt. Also 10%, das sind etwa 30 große Atomkraftwerke.
Und da ist natürlich die Frage, warum steigen wir da nicht auch aus, wenn wir doch eigentlich aus guten Gründen aus der Atomenergieerzeugung aussteigen. So für mich macht das gar nicht so richtig viel Sinn. Also manche sagen, es geht darum, sich die Kapazitäten bereitzuhalten, auch waffenfähiges Uran noch anzureichern. Da ist der, also es wird im Moment ja nicht gemacht. Aber der Schritt von Anreicherung auf niedrige Anreicherung zum Waffenfähig ist jetzt nicht mehr so fundamental groß. Also es gibt schon noch Hürden, aber die sind nicht mehr so hoch wie von, wenn man diese Technik überhaupt nicht hätte. Und der andere Grund ist, dass, also was ich jetzt schon gehört habe, man will sich diesen Atomstandort halt behalten, um die, einmal die Expertise zu haben und dann aber auch international in den Atomdebatten und Strahlenschutzdebatten so beitragen zu können, auch dann im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, also das progressiv zu gestalten. Ja, für mich macht das irgendwie keinen Sinn. Also wenn man da mitreden will, muss man doch andere Wege finden, um die Strahlenschutzgremien zu können, als so eine Anlage zu betreiben, die wir gar nicht wollen. Soweit. Ja, danke. Horst, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen. Also im Wahlprogramm der Grünen stand ja jetzt für die Bundestagswahl, unser Ziel ist es, diese beiden Anlagen schnellstmöglich zu schließen. Im Koalitionsvertrag finden wir wiederum nichts dazu. Wäre das denn überhaupt möglich, wenn wir jetzt sagen, also könnte die Regierung sagen, so übermorgen oder in 3 Jahren oder nächstes Halbjahr schließen wir die Anlagen? Also das Erste, was ich dazu sagen kann, schon die frühere Umweltministerin hat ein Gutachten erstellen lassen, demzufolge diese Anlage rein rechtlich mit den anderen Atomkraftwerken stillgelegt werden könnten. Also rechtlich ist das möglich. Und die Umweltministerinnen waren das, die haben versprochen, wir versuchen das anzugehen. Betonung liegt auf Versuchen. Ich hatte das Privileg, im April war es, mit unserer aktuellen Umweltministerin Steffi Lemke ein Interview zu führen. Und ich habe sie genau auf den Punkt angesprochen. Die Grünen haben im Wahlprogramm betont, wir wollen die Anlage schließen. Und da habe ich gefragt, wird das denn jetzt ernst? Da sagte sie mir, wir prüfen im Lichte des Koalitionsvertrags unsere Möglichkeiten. Dann habe ich nachgedacht. Also mit meinen Worten kann man sagen, dass die Anlagen möglicherweise geschlossen werden könnten. Und dann sagt sie mir als Wiederholung, wir prüfen im Lichte des Koalitionsvertrags unsere Möglichkeiten. Das sagt in meinen Augen alles. Das Interview ist nachzulesen in der, ich glaube, Juli-Ausgabe von Natur. Also es ist öffentlich, es sind ihre Worte, die sind abgesegnet, die hat sie mir nicht rausgestrichen beim Gegenlesen des Interviews. Also die Hoffnung, dass die jetzige, etwas diffus agierende Regierung hingeht und diese Anlagen schließt, halte ich für denkbar gewinnend. Ja, vielen Dank für Ihre Einsichten. Wir hatten ja gerade schon diesen Zusammenhang mit Russland kurz angesprochen und dass ja auch deutsche Atomkraftwerke russisches Uran beziehen. Wie sieht das denn mit Gronau und Lingen aus, Angela? Gibt es da auch Beziehungen zu russischen Unternehmen? Ja, unbedingt. Ich habe da noch mal kurz eines Interessantes zum Koalitionsvertrag noch mal kurz. Das Interessante dabei ist noch, dass im Koalitionsvertrag aber durchaus steht, dass die Regierung sich für das Abschalten, Erschalten und die Stilllegung der grenznahen Risikoreaktoren einsetzen will, beispielsweise in der Schweiz oder auch in Belgien. Und daran ist interessant, dass die natürlich aus Lingen beliefert werden, also die bekommen ihre Brennstoffe direkt dann aus Deutschland. Es wäre einfacher, diese Fabriken zu schließen. Aber gut, die Zusammenhänge zu Russland. Also einmal Urenco, bei diesen ganzen Lieferungen oder bei dem, was da an Brennstoff genutzt wird, sind wir immer so ein bisschen abhängig davon, auf die Ausfuhrgenehmigungen zu gucken, weil das oft halt Geschäftsgeheimnisse sind. Also die hausieren nicht unbedingt damit Urenco oder auch die Lingner Brennelemente-Fabrik damit, wo sie ihr Brennmaterial herbekommen. Wenn man dann aber auf die Ausfuhrgenehmigungen schaut oder Einfuhrgenehmigungen, dann kann man das ganz gut nachvollziehen.
Und bei Urenco ist es so, dass das ist eine Urananreicherungsanlage und dabei entsteht abgereichertes Uran, das eigentlich Atommüll ist, aber den Urenco, weil das nach dem Atomgesetz erlaubt ist, darf der Betreiber selber entscheiden, ob das Atommüll ist oder ein Wertstoff. Und Urenco hat entschieden, es ist ein Wertstoff, den Urenco nach Russland exportiert. Und Russland hat es über viele Jahre aufgenommen. Und dann gab es lange eine Pause und dann 2018 bis 2020 gab es dann plötzlich wieder Lieferungen dieses Atommülls, dieses abgereicherten Urans nach Russland. Und das sind gefährliche Stoffe, die in Russland auch nicht weiterverwertet werden, sondern die lagern da unter freiem Himmel und sind ein riesiges Umweltproblem. Und diese Situation ist absolut ungeklärt, also auch das ist einfach politisch ungelöst. Und jetzt im Zuge des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine hat Urenco gesagt, sie beenden jetzt erstmal ihre Geschäftsbeziehungen zu Russland und da läuft momentan wohl auch nichts. Das heißt, das Uranhexafluorid, also das abgereicherte Uran, liegt jetzt eigentlich bei Urenco und jetzt müssen sie sich eigentlich mal überlegen, was sie dann in Zukunft damit machen. Und momentan beziehen sie wohl auch kein Uran aus Russland. Bei der Brennelementefabrik in Lingen sieht das anders aus. Also wir wissen auch, dass es keine Vorgenehmigungen gibt von russischem Uran. Und gerade jetzt am Wochenende, also letzte Woche, ist ein Schiff in Russland gestartet und das dann halt über Rotterdam und dann per Straße nach Lingen Uran liefern sollte. Also das heißt, da florieren die Geschäftsbeziehungen nach wie vor und es gibt diese Genehmigung und das Bundesumweltministerium sagt dazu, ja, dass so ist halt die Rechtslage. Wir haben halt in dem Bereich keine Sanktionen und deshalb kann das so weiterlaufen. Die Brennelementefabrik gehört ja Frankreich und da war es auch Anfang des Jahres noch so, dass Frankreich mit Russland ein Joint Venture eingehen wollte. Das heißt, Russland wollte sich an dieser Brennelementefabrik beteiligen und Frankreich ist hoch verschuldet in seinem Atomsektor und hätte auch das frische russische Geld sehr gerne angenommen. Dann gab es aber einen Rückzieher, also Russland hat dann den Antrag wohl erstmal zurückgezogen, aber wie das jetzt da weitergeht, ist auch unklar. Also die Verflechtungen mit Frankreich und der russischen Atomindustrie bestehen nach wie vor und deshalb gibt es auch weiterhin diese Lieferungen nach Lingen zur Brennelementefabrik und die Abhängigkeit, die ist einfach im Atomsektor groß und vielleicht auch noch, weil wir jetzt gerade hier in München sind. Wir wissen, dass der Reaktor ISA 2 fast ausschließlich mit Uran aus Russland und Kasachstan betrieben wird. Ein kleiner Teil ist noch aus Kanada, aber das ist in der Hauptsache russisches Uran und kasachisches. Ja, vielen Dank dafür schon mal. Diese komplexen Zusammenhänge finde ich immer wieder spannend aufgeschoben zu bekommen und so ein bisschen einzublicken. Und wir haben, weil du schon Bayern ansprachst oder München, wir haben in Deutschland ja zum einen diese Atomfabriken in Gronau und Lingen und dann gibt es weitere Atomanlagen auch mit unbefristeter Betriebsgenehmigung, zum Beispiel den Forschungsreaktor Garching. Und da würde ich gerne nochmal Hauke zu befragen. Die sind ja, diese Forschungsreaktoren sind ja eigentlich für Forschung, wie der Name schon sagt, und aber auch dafür da medizinische Diagnostik und Therapie zu betreiben. Wenn wir jetzt konsequent sind und sagen, wir wollen eigentlich, dass Gronau und Lingen geschlossen werden, müsste man dann diese Arten von Forschungsreaktoren aufschließen, laut. Also würdest du das so sehen? Ja, also wenn wir ganz konsequent Atomausstieg machen wollen, ja. Also mal abgesehen davon, dass wir mit Rückbau und Tiefenlagerung eh noch lange, lange beschäftigt sind mit Atomtechnik. Aber genau, vielleicht wissen das einige von Ihnen schon, der Reaktor in Garching, der produziert ja Neutronen, das ist so der Zweck. Der soll keine Energie produzieren, sondern Neutronen.
Mit den Neutronen wird dann Wissenschaft gemacht und das ist halt schon aus wissenschaftlicher Sicht dann interessant, was damit gemacht werden kann. Und zum Beispiel Materialforschung, also Sie können damit, ja, so ähnlich wie mit einem Mikroskop, bloß statt mit Licht, mit Neutronen so Strukturen anschauen. Oder auch in der Biologie kann man Proteinfaltung anschauen und so weiter. Du hast gerade die medizinischen Anwendungen angesprochen. So, in meiner Wahrnehmung, das ist auch die Wahrnehmung vom Umweltinstitut, also von meinen Vorgängerinnen, war diese medizinische Anwendung immer mehr so eine Image-Kampagne, die dann gemacht wurde, um den Reaktor salonfähig zu machen. Aber ja, am Anfang wurde viel so Tumorbestrahlung mit den Neutronen direkt in den Vordergrund gestellt. Da hatten wir vor Jahrzehnten, kann man schon fast sagen, eine Broschüre, dass das doch eher ein Flop war, diese Neutronenbestrahlung, weil man da andere Methoden hat. Da zum Beispiel Protonenstrahlung, für die man dann gar keinen Reaktor braucht. Und jetzt heutzutage wird eher die Produktion von Radioisotopen in den Vordergrund gestellt, also die halt für die Radiomedizin dann verwendet werden und im Reaktor entstehen oder dort produziert werden. Genau, also da mit medizinischen Anwendungen in so interessanter Forschung ist es ja immer schwierig, Grundsatzkritik zu machen. Aber wir trauen uns das mal trotzdem, und zwar vor allem deswegen, weil dort ein riesiger Tabubruch halt geschehen ist. In dem Reaktor wird halt waffenfähiges Uran eingesetzt, also das ist 93% angereichert mit spaltbarem Uran, das ist dann per Definition waffenfähig. Und zwar obwohl das internationale Vereinbarungen gegeben hatte, in den Forschungsreaktoren darauf zu verzichten. Und die Bayern haben es da trotzdem gemacht. Im Namen der Exzellenz. Ja, also das ist ja, ein großes Tabu. So. Ja, das zieht sich halt ein bisschen durch die ganze, ganze Kette. Also auch der Atommüll ist immer noch hoch angereichert. Über 87% und ist auch per Definition waffenfähig. Und da weigert sich jetzt auch die TU, da sich um eine Konditionierung zu kümmern. Also da wird immer das Argument vorgeschoben, man muss ja erst warten, bis das Endlager fertig ist. Und nun wissen wir alle, das Endlager wird über Jahrzehnte nicht fertig sein. Und da müsste also dringend mal dieser Atommüll abgereichert werden. Genau. Weißt du denn, wo das Uran herkommt, was verwendet wird? Ja, das ist noch interessant, das stimmt, ja. Also aktuell zu 100% aus Russland, wird dort neu angereichert, in einer Tochterfirma von Rosatom. Und das ist auch von der Geschichte her total interessant. Warum kommt es aus Russland? Vorher waren die Brennstoffe für Forschungsreaktoren hauptsächlich aus den USA. Aber eben wegen dieser Vereinbarung, jetzt keine Reaktoren mehr zu bauen mit hochangereichertem Uran, haben sich die USA halt geweigert, dort diesen Brennstoff zu liefern nach Garching. Und man hat sich halt umgeschaut und Russland hat gesagt, jo, wir machen das. Und das hat natürlich dann den zivilen Markt für hochangereichertes Uran nochmal extrem angekurbelt. Es gibt so Gerüchte, die halt besagen, dass extra eine Fabrik gebaut wurde, die jetzt dadurch wirtschaftlich wurde für so ein hochangereichertes Uran in Russland. Das ist aber nicht gut bestätigt. Ne? Das ist ein Blog-Eintrag, der scheint gut informiert zu sein, aber so. Ja. Ja, gut, dass du Rosatom ansprichst, das ist der russische Staatskonzern, der so für die ganzen Atomfragen ja zuständig ist. Ich finde den Link nochmal sehr gut, weil, Horst, kannst du den Konzern nochmal ein bisschen für uns einordnen? Also, wir haben es jetzt immer wieder mal gehört, also nicht nur der Bezug von Uran hat was damit zu tun, sondern es gibt die ganze internationale Atomindustrie ist letztlich von Rosatom auf die eine oder andere Weise abhängig. Genau, kannst du das nochmal ein bisschen ausführen? Also als erstes fällt mir ein, Rosatom ist eine Krake. Was spannend ist oder sehr interessant, Rosatom wurde 2007 von Präsident Putin persönlich gegründet. Rosatom hat erstmal in Russland die komplette zivile und militärische Atomindustrie unter sich und damit auch das gesamte Urangeschäft von Russland. Was macht Rosatom? Unser Atlas heißt Uranatlas, also haben wir auch natürlich nach Uran geschaut. Rosatom baut im eigenen Land das gesamte Uran ab. Davon kommen etwa 5% der weltweiten Uranförderung. Wenn man aber auf die Gesamtmenge des Urans, was Rosatom fördert,
dann ist man bei fast 15%, also fast der dreifachen Menge. Wie ist das möglich? Durch Auslandsbeteiligung im großen Stil. 2013 hat Rosatom die Firma Uranium One gekauft, ein kanadischer Uranbergbaukonzern. Damit hatte Rosatom auf einen Schlag den Besitz aller US-amerikanischen Uranbergwerke. Das ist heute nicht mehr relevant, weil alle Bergwerke in den USA im letzten Jahr stillgelegt worden sind. Also da wird kein Uran mehr gefördert. 7 Tonnen, habe ich gelesen, sind da noch gekommen. Das ist eher Resteaufwertung. Aber Rosatom hat Anteile in Kanada. Dann war die Übernahme von Uranium One sehr wichtig, weil Rosatom direkte Anteile an 4 kasachischen Uranbergwerken und Uranvorkommen hat. Es ist darüber hinaus in 3 Minenprojekten in Mosambik und Tansania beteiligt und dadurch sichert sich Rosatom quasi den Uranmarkt der Zukunft. Das ist die eine Schiene. Jetzt kommen wir auf die Atomkraftwerke. Rosatom selbst sagt in seinem Jahresbericht und auf seiner Webseite, wir sind dabei, 35 AKW-Neubauprojekte in der Welt zu machen. Das halte ich auch für Schmarrn, weil das ist auch so das Wording der Atomindustrie. Wir bauen überall. Was aber stimmt ist, Rosatom hat in China 6 Atomkraftwerke gebaut. Rosatom hat im Iran das bestehende Atomkraftwerk gebaut. Es ist dabei, ein zweites zu bauen. In Weißrussland genau das gleiche, 1 gebaut, ein zweites im Bau. Es ist in Ägypten, in der Türkei am Bauen, bei 2 Atomkraftwerken in Bangladesch. Aus der Zeitschrift Kapital habe ich die Nachricht gelesen, der Konzernumsatz mit ausländischen Minen und Atomkraftwerksprojekten von Rosatom ist höher als das, was die USA, Frankreich, China und Japan zusammen machen. Und das zeigt, Rosatom ist einer der größten, wenn nicht der größte Atomplayer, den wir heute haben. Deshalb nenne ich das Wort Krake. Es gibt für mich einen ganz tollen Mann, der viele, viele Informationen im Uranbetriebbereich hat. Das ist der Peter Diehl mit einer Seite, die heißt Wise Uranium Network. Wer sich daran interessiert, mal draufgehen. Und dort hat er eine Rubrik eingeführt, Hall of Fame, Halle der Schande. Da ist Areva aufgenommen und da gehört auch Rosatom mit rein. Das zur Einordnung von Rosatom. Vielleicht kurz, Areva ist der französische, war der französische, genau, Staatskonzern, bevor er aufgesplittet wurde und heute Urano. Und Areva hat von sich selbst behauptet, wir sind Weltmarktführer auf der gesamten Palette des Atomgeschäftes. Ich würde sagen, Areva ist mittlerweile von Rosatom überholt worden in dem Bereich. Ja, und ich glaube, Angela hat vorhin schon gesagt, ne, der Rückbau teilweise von AKW in der EU ist dann eben auch darüber geregelt. Also es geht noch weiter und genau, wie du es beschrieben hast, das ist vor allem auch ein Instrument der Geopolitik, könnte man vielleicht sagen. Und das bringt mich zu dem Kämpfen rund um das Atomkraftwerk in der Ukraine, Saporischschja. Da waren ja auch Rosatom Angestellte vor Ort mit bei der Besetzung, soweit ich weiß. Und Hauke, wie gefährlich hältst du denn diese Kämpfe drumherum? Also ich meine, jetzt sagt man ja, die Gefahr ist irgendwie gebannt, weil die Reaktoren sind alle abgeschaltet, dass die Kühlung, die nötig werden könnte, erfolgt dann über das Stromnetz. Würdest du sagen, okay, jetzt können wir uns alle entspannen? Ja, also ich weiß nicht, es bringt ja auch nicht so viel, in Dauerpanik zu sein, das geht auch gar nicht. Aber dass die Gefahr gebannt ist, würde ich jetzt auch nicht sagen. Also wenn der Reaktor abgeschaltet wird, dann muss ja der Reaktorkern immer noch gekühlt werden.
dass diese Nachzerfallswärme, also selbst nach Abschaltung, wird dort weiter weiter radioaktiver Zerfall passieren, der Wärme erzeugt. Und das muss gekühlt werden, ansonsten kommt es zu einer Freisetzung von Radioaktivität. Und jetzt wenn jetzt dort der Strom ausfällt, das ist jetzt schon mehrmals passiert, dass dieses AKW Saporischschja abgeschnitten war, wegen Kriegshandlungen, Stromleitung kaputt, und die Notstromaggregate versagen auch noch, und das über längere Zeit passiert, dann ist halt schon ein Gefahrenpotenzial da. So. Und, aber wie schlimm das ist, ist jetzt, ja, das hängt halt von der Schwere des Unfalls ab, wenn einer passiert, ob dann nur die nähere Umgebung betroffen ist, die umliegenden Länder oder eben noch mehr. Das lässt sich halt ganz schwer beurteilen. Aber dass da jetzt eine Gefahr vorbei ist, würde ich so nicht unterschreiben. Und außerdem gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass eben diese Brennelemente-Lager zum Beispiel direkt beschossen und getroffen werden und kaputt gehen. Ja. Vielleicht. Leider keine Entwarnung. Hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert, aber vielleicht eine auch etwas provokante Frage. Aber Angela, kann man dann jetzt in diesen Zeiten überhaupt noch über nukleare Abrüstung sprechen? Ist das, können wir das so das Thema nochmal aufbringen? Das müssen wir aufbringen. Also das ist genau das Thema, was jetzt angesprochen werden muss. Und weil die Atomwaffen schützen uns nicht. Das ist ein absoluter Trugschluss, sondern Aufrüstung bringt uns in Gefahr. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass man sagt, die Atombombe oder Atomkraft gehört zu einem der größten Irrtümer der Menschheit. Und die Atombombe ist einer der größten Überlebensgefahren der Menschheit neben Klimawandel und Pandemien. Das ist genau das Thema, was wir jetzt nach vorne bringen müssen. Und wenn wir auf die Atomkraft schauen und sehen, okay, es macht keinen Sinn, energiepolitisch nicht, ökonomisch nicht, ökologisch nicht, auch ist nicht zukunftsfähig, es ist nicht krisentauglich. Das sehen wir sowohl im Krieg als auch bei der Klimakrise, dass Atomkraft uns da gefährdet zusätzlich und die Risiken steigert. Und dann bleibt nur noch der militärische Nutzen am Ende. Und genau der Grund, warum Atomkraft betrieben wird. Am Ende kommt man immer wieder zu dem Schluss und kann das auch sehr gut nachverfolgen. Und Macron hat das ja auch selber gesagt. Er hat gesagt, ohne die zivile Atomkraft gibt es die militärische nicht und umgekehrt. Also es hängt miteinander zusammen, die militärische Atomkraftnutzung braucht einfach die zivile für die Infrastruktur und es würde das eine ohne das andere nicht geben. Ich bleibe dabei, es ist eine der größten Gefahren für die Menschheit, weil wenn wir in die Situation kommen, dass wir einen Atomkrieg haben, dann wird es im wahrsten Sinne des Wortes düster, weil genau, das sind ja diese Szenarien, dass die Sonne dann verdunkelt und wir dann einen ganz schnellen Klimawandel haben, der dann zu großen Hungersnöten führt. Und das ist, muss thematisiert werden. Und, ja. Darf ich da auch noch von meiner Seite was sagen? Also die Krisen. Es gibt eine Studie von der Ärzteorganisation IPPNW, in den 80ern mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Diese Studie, die wurde jetzt aktualisiert, gemeinsam mit ICAN, die sagt, würden Pakistan und Indien in einem lokalen Atomkrieg 100 Atomwaffen einsetzen, hätte das zur Folge, dass 2 Milliarden Menschen an den Folgen davon sterben würden. Also, sprich, die ganze Menschheit ist durch das, was du sagst, durch Hungerkrisen betroffen. Jetzt aber zu deiner Ausgangsfrage. Können wir heute, wo Putins Russland direkt mit Atomwaffen droht, überhaupt noch von atomarer Abrüstung reden? Oder sind wir da nur die Friedensdeppen, die jetzt irgendwas fordern, was sowieso unrealistisch ist? Und ich habe mir aufgrund dieser Frage mal die vergangenen Atomkrisen angeguckt. Und von daher würde ich sagen, wir müssen den Dialog suchen und wir werden es schaffen.
Also die erste große Krise war die Kuba-Krise 61. Die meisten werden davon gehört haben. Die Sowjets haben Atomraketen auf Kuba stationiert und direkt USA bedroht. Wie hat das geendet? Durch Dialog haben die Amerikaner Militärbasen in der Türkei aufgelöst. Die Sowjets haben ihre Raketen aus Kuba abgezogen. Das war der erste Schritt. Zwei Jahre später gab es mit als Folge davon, dass die Politiker gesehen haben, wir müssen handeln und was tun, gab es das Verbot von Atomwaffenversuchen in der Atmosphäre. Auch weil festgestellt wurde, dass das wiederum alle Menschen mit Strahlung stark belastet. Es gab 1968 als direkte Folge den Atomwaffensperrvertrag. Den haben außer Indien, Pakistan und Südsudan alle Länder unterschrieben, auch Nordkorea. Die sind nur 2, 3 wieder ausgetreten, als sie dann ihre eigene Bombe entwickelt haben. Es gab 1972 das SALT I und 1979 das SALT II Abkommen zur Begrenzung der strategischen Rüstung. Also die Politiker haben gesehen, wir müssen was tun aufgrund der Krisen. Und es gab dann die zweite große Krise in den 80er Jahren mit der Stationierung der Pershing-Raketen in Deutschland von Präsident Reagan massiv vorangetrieben. Wozu hat das geführt? Reagan hat Start 1 unterschrieben, das war 91, 93 war Start 2. Das hat dazu geführt, dass die beiden größten Atommächte sich verpflichtet haben, ihre Atomwaffen auf 3500 USA und 3000 Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion abzubauen. Das ist ein gigantischer Rückzug, wenn man sieht, dass auf dem Höchststand Mitte der 80er Jahre wir über 70 Atomsprengköpfe auf der Welt hatten. Es gab dann sogar einen SALT-Vertrag aus dem Jahr 2002. SALT heißt Strategic Offensive Reductions Treaty, was sagt, bis 2012 haben die beiden großen Atommächte nur noch zwischen 1700 und 2200 gefechtsbereite Atomsprengköpfe. Das heißt, aufgrund von Krisen haben die Politiker erkannt, wir müssen reduzieren. Das bekannteste ist eine Rede von US-Präsident Obama 2009 in Prag, in dem er die Vision einer atomwaffenfreien Welt quasi der Menschheit gezeigt hat, es ist möglich, wir wollen dahin gehen. Heute sind wir ein Stück weit davon entfernt, aber ich bin sicher, wir werden auch diesen russischen Überfall auf die Ukraine hinter uns lassen und wir müssen Russland die Möglichkeit geben, da wieder rauszukommen. Das geht nur über Dialog und es geht nicht darüber, eine Politik zu führen, die sagt, wir müssen Russland schlagen. Eine Atommacht mit mehreren tausend Atombomben ist schwer militärisch besiegbar. Das muss in die Köpfe rein. Das machen unsere führenden Politiker derzeit nur halbherzig. Aber ich bin sicher, da wird wieder angeknüpft werden und dann werden wir auch zu Friedensinitiativen kommen können, wie beispielsweise dem Atomwaffenverbotsvertrag, eine Initiative von ICAN, die weltweit alle Atomwaffen verbieten will. 120 Länder haben diesem Vertrag von den Vereinten Nationen zugestimmt. Im Januar 2021 ist er in Kraft getreten. Also das heißt, wir müssen vor allem optimistisch bleiben, würde ich versuchen, das nochmal runterzubrechen. Wir müssen was tun und wir müssen aufgrund der Bedrohung, die da ist, in aller Interessen darauf hingehen, dass sich da etwas ändert. Und wir müssen noch mal kurz sagen, also ich habe gehört, dass diese Abrüstung, die du gerade alle aufgezählt hast, eigentlich immer nur die unbrauchbaren Bomben waren, die man sowieso verschrotten muss. Die wurden abgerüstet und gleichzeitig haben sie neue gebaut. Das stimmt so nicht, das ist viele Jahre so gewesen. Das hat sich aber, wenn man die SIPRI-Reports anguckt, in den letzten Jahren geändert. Also es ist heute noch so, dass die Zahl der Atombomben von Jahr zu Jahr um ein paar hundert sinkt. Aber
auf der anderen Seite tun alle, erneuern alle Atommächte ihr Atomwaffenarsenal. Also die Bedrohung ist ganz aktuell da und die drohen ernst. Also das ist nicht unter den Tisch zu schlagen. Also, aber jahrelang war die Abrüstung im Atomwaffenbereich ernst gemeint. Also die Vision, die Obama entworfen hat, die war da. Also vor dem Ukraine-Krieg wurde zum Beispiel diskutiert, ob die USA sich darauf festlegen, keinen militärischen atomaren Erstschlag zu führen. Dagegen hat sich die damalige deutsche Außenministerin Karrenbauer, die hat interveniert, um diese Bedrohung aufrechtzuerhalten. Also sie war nicht die Einzige, es waren andere NATO-Länder auch. Aber keinen Erstschlag ausüben hieße, wir überfallen kein anderes Land oder überziehen kein Nicht-Atomstaat mit einer Atombombe. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Und jetzt ist das leicht abgeändert. Die neue Nukleardoktrin ist noch nicht veröffentlicht, aber es läuft darauf hinaus, dass die USA sagen, nur im alleräußersten Notfall werden wir als erste Atomwaffen anwenden. Also, was immer das heißt. Weil wir jetzt schon sehr in diese Richtung gehen, eigentlich würde ich gerne noch ein letztes Thema kurz anschneiden, was Horst ist, wie Sie merken, ein extremer Faktenkenner. Nicht umsonst ist er derjenige, der hier diesen Atlas auf den Weg gebracht hat. Und auch derjenige, der sich mit dem Thema Bergbau am besten von uns hier auskennt. Weshalb, obwohl du schon sehr jetzt gerade einen großen Redeanteil hattest, ich dir gerne doch noch mal kurz, aber wirklich kurz Gelegenheit geben würde, das aufzugreifen, weil das große Problem oder eine Sache, die ich so sehe, ich sozusagen meine Expertise ist eben, wie Torko vorhin sagte, mehr Westafrika. Niger ist ja eines der Länder, wo Uran abgebaut wird. Und darüber spricht man aber in Deutschland auch in der Anti-Atom-Bewegung ganz selten. Es ist immer so, hier ist hier ist ein Atomtransport, Urantransport und wir blockieren den oder irgendwas passiert. Aber wo kommt das eigentlich her? Ist ja ein bisschen wie das Geld aus dem Geldautomat, was ja auch irgendwie dahin kommt. Und deshalb war es uns ein großes Anliegen, das heute hier noch kurz zu thematisieren, auch wenn wir jetzt schon in anderen, bei einem anderen Thema gelandet sind. Genau, Horst, könntest du noch mal uns einen Einblick geben? Es wird ja, wie der Atlas auch sagt, wird zu großen Teilen zu Lasten indigener Bevölkerung Uran abgebaut. Was heißt das? Wo kommt denn das vor allem her, das Uran? Wir hatten jetzt schon Kasachstan, Kanada, Russland angesprochen als Länder, da sind ja noch ein paar mehr. Könntest du uns dann ganz kurz einen Einblick geben? Also ist eine ganz wichtige und eine ganz zentrale Frage. Ich will, woher das Uran kommt, auf einen Schmankerl eher erläutern. In Frankreich und in England wird Atomkraft als heimische Energiequelle angesehen. Wir fördern Atomkraft, um unsere heimische Energie zu stärken. Es wird kein Gramm Uran heute mehr in Frankreich abgebaut, in England wird sowieso nie abgebaut. Woher kommt das her? Also historisch gesehen ist Kanada der größte Uranproduzent der Welt. Über 500.000 Tonnen Uran sind dort abgebaut worden. Und jetzt die Frage, Indigene sind die Leidtragenden? Ja. Die Minen liegen im Norden Kanadas. Man kann sehen, die Straßen, die dorthin gebaut wurden, sind Uranstraßen. Die wurden nur gebaut, um das Uran aus den Bergbaugebieten an irgendwelche Flüsse und Seen zu bringen, um es dann in die Industriezentren bringen zu können. Historisch betrachtet war im Kongo die erste Mine, die Shinkolobwe-Mine, die ist längst stillgelegt, die hatte den höchsten Urananteil, den es je gab. Über 50% des Erzes waren Uran. Aber heute werden Anteile abgebaut, die sind bei 0,1% und noch niedriger. Entsprechend groß ist die Belastung für die Region. Also, wir haben Kanada. Die USA, da hatten auch da die First Nations das Pech, dass in ihren Reservaten im Zentrum Utah, in Wyoming, die Uranminen gefunden wurden oder entdeckt wurden. Was gab es? In den USA gab es in den 50er Jahren sowas nicht wie einen Gold Rush, sondern einen Uranium Rush. Es wurde gesagt, jeder, der Uran kriegt, kriegt Festabnahme. Es wurden tausende Minen eröffnet und
das Uran rausgeholt. Kein Schutz, kein Vorkommen, so kurz sein, ich weiß. Also Gesundheitsvorsorge war kein Thema. Und zurück blieben die Indigenen, wo die Botschaft ist, es gibt keine Familie, die nicht irgendeinen Toten aufgrund des Uranbergbaus hat. Das ist bei uns kein Thema. Wir haben Australien. Auch dort, auch das kann man sagen, ist es Pech, ist das Uran in den Regionen gefunden worden, in denen die Aborigines ihre Herkunft und ihre Stammesrechte hatten. Die Uranindustrie hat das letztlich nicht interessiert. Heute hat sich das etwas verlagert, also nicht, dass in Kanada und Australien nicht weiter abgebaut wurde, aber der Hauptproduzent ist heute Kasachstan. Und das ist auch nicht gerade ein demokratisches Land. Und der Uranbergbau, den gibt es in drei Möglichkeiten. Offene Uranminen, wo einfach von weit oben das Uran abgetragen werden kann, wie bei uns die Baumkohle. Oder Tiefenbergbau, wo die Leute Schächte graben und das rausholen. Das ist für die Arbeiter mit das gesundheitsgefährdendste, weil da die Radonbelastung, ein Zerfallsprodukt vom Uran, am höchsten ist. Und Radon ist die, ich glaube, zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. Die Hauptmethode heute ist in situ Leaching. Das ist eigentlich Fracking mit Öl und Gas. Da werden ungeheure Mengen an Chemikalien in den Untergrund gepumpt. Ich habe mal die Gelegenheit gehabt, den kasachischen Botschafter in Wien darauf anzusprechen. Er hat gesagt, ist doch kein Problem, ist alles unter der Erde. Also, das ist gigantische Grundwasserverschmutzung, die überhaupt nie mehr behoben werden kann. Das geht da völlig außen vor. Vielleicht den letzten Teil, Wien müssen auch beschlossen werden, so wie bei uns ja auch. Die Bismut ist ja in Ostdeutschland die am besten sanierteste Mine überhaupt, mit unzähligen Steuergeldern, die auch jährlich steigen. 6 Milliarden. Und das ist natürlich was in anderen Ländern so auch nicht passiert. Also auch, weil da gar nicht so viel Steuergelder eingesetzt werden können dafür. Und jetzt konkretes Beispiel in Niger, steht das jetzt bevor, dass mehrere Minen schließen. Und das natürlich auch eine Frage ist, wie werden die saniert, wie werden die hinterlassen? In den USA viele gar nicht saniert. Also eigentlich könnten wir den ganzen Abend noch füllen mit dem Thema. Aber vielleicht lassen wir es an dieser Stelle noch dann dabei, weil wir ja auch Ihnen noch den Raum geben wollen, sich einzubringen. Genau, Herr Moll hat es schon gerade den kleinen Einstieg gemacht mit der Nachfrage. Genau, ich sehe schon eine Meldung da. Ich bin immer Fan davon, wenn Frauen sich melden, sie vorzuziehen, sodass wir das ein bisschen gerecht gestalten, insofern nur, dass es transparent ist. Aber genau, sie hat sich als Erste gemeldet, dann nehme ich sie gerne an. Man macht oft bewusst oder unbewusst den Fehler, dass man Energiebedarf mit Strombedarf gleichsetzt. Wenn man es mal Deutschland gesamt sieht, ist da Energiebedarf an Heizung, an Kühlung ungefähr 50%. Und Strom, und der nächste kommt Mobilität, und dann kommt Strom mit 25%. Wenn man es betrachtet, dass die Kraftwerke 6% des Strombedarfs liefern, hat man im gesamten Energiebedarf ungefähr 1,5%, was die AKWs herbringen. In diesem Kontext vergisst man nicht. Da wird man die AKWs so als sehr wichtig darstellen, aber unter dem Gesamtbedarfsbetrachtung ist der liefern die Kernkraftwerke herzlich. Vielen Dank für den Ja, also ich kann, es ist absolut 100% richtig und ganz zentral. Wenn wir über Energiewende reden in Deutschland, reden wir meistens nur aus dem Strombereich, dass wir die Häuser sanieren müssen, dass wir in der Industrie etwas ändern müssen, dass wir die gesamte Mobilität, die immer noch auf dem Verbrenner beruht, ändern müssen. Das geht dabei unter. Wir haben im Atlas die Zahlen dazu und auch, wir haben auch die Daten, dass die Energiewende überall sein muss. Die Atomkraft weltweit mit ihren 450 AKWs weltweit deckt 4,3% des weltweiten Energiebedarfs. Ich habe es mal anders ausgerechnet. Wenn ich sehe, die Kohle ist mit der klimaschädlichste Anteil der Energieversorgung, der ist bei 33%. Jetzt muss man kein Mathematiker sein, ich habe einfach den Dreisatz genommen. Und mir gesagt, weil die Atomindustrie ja gerne sagt, wir sind Klimaretter.
einfach in drei Satz mal ausgerechnet, wie viele neue Atomkraftwerke müssten wir bauen, um diese 33% Kohle, hauptsächlich Strom, wegzukriegen. Und bin auf die Zahl von schlappen 1500 gekommen. Also und wir müssten die Atomkraft weltweit machen. Es hätte ein unglaubliches Risiko, das Atomwaffenmaterial zu verstärken. Das ist immer im Hintergrund dabei. Und es würde das Sicherheitsrisiko gigantisch erhöhen. Also ich würde gerne ein bisschen sammeln, Rost. Und ich hatte hier erst noch nur eine Meldung und dann da hinten. Nee, mir hat das ja angesprochen, was Sie gesagt haben. Atomkraft ist die teuerste Energiequelle, die wir haben. Also jetzt Anbau und Uran und das ohne Risiko, jetzt nur einfach faktisch die Zahlen, also Euros, was das kostet, Kilowattstunde, die man mit Atomstrom produziert, was die kostet, also ohne, wenn man auch die Finanzierungen oder die Subventionen rausrechnet, also was wird das kosten? Also wenn ihr jetzt heute so sagt, okay, eine Kilowattstunde, die ich mir da PV-Anlage aufs Dach baue, die kostet so und so, und kann man da dagegen sagen, eine Kilowattstunde aus dem Atomstrom kostet so und so? Oder ist das im Atlas vielleicht auch aufgeschrieben? Also man kann grob sagen, dass das Atomkraft ungefähr 3 bis 4 Mal so teuer ist wie Strom aus erneuerbaren Energien. Und das bezieht sich dann nur auf den Kraftwerksbau. Also da sind wir schon bei 10 Milliarden im internationalen Durchschnitt, die so ein Kraftwerk kostet im Bau. Und da sind aber, wenn wir über Kosten reden, da sind gar nicht die Gesamtkosten mit eingerechnet. Also was kostet uns der Atommüll? Was kostet der Atommüll die Unterbringung und die Bewahrung nachkommenden Generationen? Also es hängt so viel mit drin, dass man dass man da gar nicht wirklich zu einem Ende kommt. Und es wird ja auch schon beim Bau subventioniert, das geht dann nochmal über Steuergelder, also privatwirtschaftlich ist ein Atomkraftwerk überhaupt nicht zu finanzieren, aber so grundsätzlich kann man sagen, also wenn man so diese Kurven ansieht, dass Atomkraft 3 bis 4 Mal so teuer ist aktuell und die Preise bei den Erneuerbaren, die sinken ja auch immer mehr, also die können ja immer günstigeren Strom produzieren. Ein Hinweis zu den Kosten. Wenn Sie den Atlas mitnehmen, auf Seite 57 sind Sie aufgelistet für Deutschland. Die Nachfrage war nur, es sind nur die Baukosten, also der Unterhalt, die Leute, die da arbeiten und so, da ist dann bei den eingerechnet. Nee, genau, es sind die Baukosten. Das ist ja dann bei den Erneuerbaren auch so. Und bei Atomkraft wissen wir aber, dass wir hohe Folgekosten und Begleitkosten haben. Genau, jetzt würde ich gerne mehrere auf einmal nehmen, bevor ihr gleich hier vorne antwortet, was ich verstehe, dass ihr darauf Lust habt, weil sonst, glaube ich, kommen wir hier mit der Zeit nicht so gut hin. Als erstes genau der Herr da hinten und da hinten. Darf ich 2 fragen? Die eine ist ganz kurz von meinem kranken Freund. Nordkorea bezieht von wo Uran ausschließlich? Also erstmal muss ich weiß es nicht. Sagen Sie gerne beide Fragen, wir sammeln genau. Die und dann kriegen Sie gleich die Antworten auf einmal. Und jetzt von mir die Frage, CO2 mit annähernd, Entschuldigung, Atomstrom mit annähernd, null CO2-Emission, ist völlig falsch. Ich glaube, da sind wir uns einig. Man sieht es aber immer wieder und diese EU-Taxierung ist eine Katastrophe. Gibt es realistische CO2-Berechnungen? Sie haben den ganzen Atomprozess vom Bergbau bis zur Endlagerung beschrieben. Da fallen so viele Transporte mit Bahn, mit Schiff und so weiter an. Gibt es realistische CO2-Angaben für Atomkraft, Atomstrom? Genau, Maus notiert sich die 2 Fragen schon mal. Dann geht sie hier vorne. Ja, wir haben jetzt gesehen in der Diskussion, wie komplex das Thema Atom ist, vom Uranabbau bis zur Energiegewinnung und letztlich auch über die Machtfrage von Nationen, die Atombomben besitzen. Eine sehr komplexe Thematik und es gibt sehr vernünftige Argumente, das nicht zu tun. Und das sind ja eine ganze Reihe von vernünftigen Argumenten, die jetzt geäußert wurden. Das Problem, das ich sehe in der Diskussion, die wir haben und die wir auch als Politiker haben, ist das Problem der Vernunftbegabung, die nicht zu 100% auch in demokratischen Gesellschaften vorhanden ist.
möchte so ein Beispiel deutlich machen. Als wir die Klimakatastrophe in Fukushima hatten, war kurz darauf klar, wir wollen raus aus der Atomenergie. Und fast 100% der deutschen Bevölkerung war dafür, aus der Atomenergie auszusteigen. Jetzt sprechen wir über ein Energieproblem. Und schauen Sie sich bitte mal die Umfrage an, obwohl die Argumente die gleichen sind. Sie sind genauso vernünftig, wie sie vor 20 Jahren waren. Aber wenn Sie jetzt fragen, wenn wir die Atomwerke weiterlaufen lassen, gibt es eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung für diesen Streckdienst aus und zumindest eine fast die Hälfte der Bevölkerung sogar für den Weiterbetrieb der Atomkraft. Meine bescheidene Frage ist, wie schaffe ich es, diese Vernunftargumente immer, immer wieder zu bringen, um die Menschen tatsächlich so vernünftig zu machen, über einen längeren Zeitraum zu begreifen, wie problematisch diese Atomkraft ist. Da würde ich noch einmal die Frage von Luise Kinsey annehmen und die zwei merke ich mir. Da würde ich dann gerne anschließen wollen, wenn es um Politik geht, im Lichte des Koalitionsvertrages. Habt ihr Informationen darüber, was sind denn das für Leute, die immer noch jetzt mit der FDP oder was, die Politik so am Wickel haben, dass diese vernünftigen Argumente keine Rolle spielen, sondern dass es politisch benutzt werden kann, die Ängste der Leute vom Blackout, der ja wirklich geschürt wird, fast systematisch, wenn man genau aufpasst, das dann natürlich nutzen kann und sagen, ja, wir brauchen die Atomkraft. Es muss ja irgendjemand dieses krasse Interesse haben und das leuchtet mir nicht ein, in der was erzählt, dass es alles so viel Geld kostet. Also, ihr habt bestimmte Antwort. Genau, ich würde gerne diese Vernunftfrage und die Anschlussfrage vor allem an Angela gleich reichen und vielleicht erstmal, fang doch vielleicht erstmal damit an und dann. Ich gebe die Frage zurück. Nein, es ist wirklich schwierig. Also, was wir gerade erleben, ist ja vor allem eine Debatte, die absolut faktenfrei und populistisch geführt wird. Wir wissen, also die Ängste und Sorgen, die Menschen gerade haben, die muss man ja ernst nehmen und die sind ja auch berechtigt angesichts der Preise und der Gaskrise und jetzt auch noch der Strom. Also das verstehe ich alles sehr gut, nur die Fakten belegen ja einfach, dass am Preis sich durch den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke nichts ändern wird. Also das passiert gerade nicht. Wo sie laufen, haben sie keinen Einfluss. Und sie haben auch keinen Einfluss, wenn sie weiterlaufen, weil dieser Preis einfach auf dem europäischen Strommarkt gebildet wird. Und diese kleine Schnitte dazwischen, die ist völlig, also da gibt es auch Berechnungen dazu, das ist völlig insignifikant. Es hat null Auswirkungen. Beim Gas wissen wir es auch schon lange. Man könnte jetzt momentan 0,5% einsparen durch Atomstrom. Und das ergibt aber auch keinen Sinn, weil wir halt die Kombikraftwerke haben, die gleichzeitig, also beim Gas und auch bei der Kohle oftmals, die gleichzeitig Wärme und Strom produzieren. Und der meiste Teil sowieso ja bei der Gasproduktion in Industrieprozesse geht und Wärmeprozesse. Und dann gibt es noch diese Steuerungsfunktion, dass Gas halt Spitzenlasten ausgleichen soll, also schnell hoch und runter gefahren werden kann. Das kann Atomkraft eben auch nicht leisten. Da sagen dann immer einige, kann man auch ganz schnell hoch und runter fahren. Man könnte es ein bisschen schneller machen und flexibler gestalten. Das hat man in Brockdorf versucht, aber aus technischen Gründen auch ganz schnell wieder sein gelassen, weil das halt sicherheits- und technische Probleme bereitet. Also die Fakten für diese Krise liegen komplett auf dem Tisch. Gas keine Hilfe, Strom keine Hilfe. Bei dem Szenario, das kritischste Szenario, was da berechnet wurde im Stresstest, zeigt, dass das Problem der fehlende Netzausbau ist. Also in dem Szenario ist genug Strom im Norden da, allein er kann nicht in den Süden transportiert werden. Und dadurch kommt es dann zu Netz,
Instabilitäten. Der wird doch ganz schnell was zur Erheiterung beibringen, weil ich bei Bayernwerke 100 Jahre war. Und die haben, glaube ich, einen ganz pfiffigen Geschäftsführer dort, der wirklich sehr, sehr daran interessiert ist, so hatte ich den Eindruck, wirklich die Netze so schnell wie möglich auszubauen, dass wirklich jede Solarzelle ans Netz kommt und so weiter und so weiter. Und da war der Finanzminister da, der Albert Füracker. Und dann habe ich gesagt, Herr Füracker, wie sehen Sie das jetzt eigentlich? Also ich glaube, dass er Westphal heißt. Denken Sie da jetzt als Finanzminister, wie können wir denn also von der staatlichen Seite her diesen Netzausbau unterstützen? Er sagt, wissen Sie was, Frau Kinsey, der Westphal kommt auch bloß aber ein Bulgos von mir. Das ist wirklich so. Das war seine Antwort. Also, weil, noch mal jetzt anknüpft. Ja, weil es so bayerisch war, gell? Der redet ja noch zur Oberpfalz. Frau Kinsey, also jetzt auf Hochdeutsch, wissen Sie, ich habe ihn gefragt, wie er jetzt dazu steht oder was er dazu sagt, dann sagt er, wissen Sie, Frau Kinsey, der Westphal, also der Geschäftsführer von Bayernwerke, der für den Netzausbau da gewirbt, will auch immer nur was von mir. Punkt. Ach, wie lästig. Ja. Also und deshalb nur, also eben diese Politik, welche Menschen haben denn dieses Interesse einfach? Wer verdient daran? Wer verdient daran? Die Wohnung. Naja, also wir müssen nur schauen, wer den Baugewerbe sehr kritisiert, dann wisst ihr, wer Interesse daran hat. Das hat man gesehen beim Deutschen Industrietag gestern, wer am meisten kritisiert hat. Natürlich die Wirtschaft, die Unternehmen, also ich würde natürlich jetzt das Gefühl, aber das ist auch positiv, weil irgendwann mal gehen die auch mit unter. Also wenn das Schiff sinkt, dann sind alle unter. Das ist die Vernunftbegabung, die ich zuvor angesprochen habe. Ja, da muss man die Bildung fördern, damit auch die Kleinsten und die Weißen, dass das so begreifen wie wir. Das heißt, die Milliarden, die in die Atomkraft gehen, muss man ein bisschen in andere... Genau, also tatsächlich ist die Idee von dem Uranatlas ja auch unter anderem das, ne? dass es eben als Bildungsmaterial dienen also kann. Also absolut, in die Schulen, überall. Und genau, vielleicht, ich jetzt noch kurz den Punkt zu Ende bringen. Angela. Genau, ich wollte mich ja nicht, doch, ich würde mich schon ganz gerne um die Frage herumschleichen. Aber ich glaube, das Einzige, was gerade hilft, ist, dass wir die guten Argumente wiederholen und Populismus entlarven und klar machen auch, dass also immer wieder auch die Beispiele, die ja gerade so plakativ da sind, dass Atomkraft keine zuverlässige Energiequelle ist. Ja, das sehen wir ja gerade auch in Frankreich. Also all diese Dinge, dass die Unabhängigkeit von Russland eben nicht gegeben ist, dass kein Gas einspart, dass es nichts am Preis verändert, dass es das Stromproblem, das auftaucht, dass das hausgemacht ist und dass es genau die Versäumnisse sind, von denen die Politik gerade versucht abzulenken, weil das ist ja genau die Unionspolitik. Warum lenken Sie davon ab? Was wollen Sie dadurch, dass Sie davon ablenken? Keine Widerstimme. Ja, Hauke hat es, glaube ich, vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Ja, also... Das ist doch eine Beobachtung, die, glaube ich, alle teilen. Es wehrt letztlich besonders für Atomkraft ein. Das sind die Leute, die Energiewende gebremst haben. Und die lenken damit halt vom politischen Versagen ab, schlagen jetzt dann Kapital draus, dass Leute Angst haben, im Winter frieren zu müssen, obwohl die Fakten andere Sprache sprechen. Und da würde ich schon, ja, das ist einfach eigentlich dramatisch so, ja, dass Populismus so zieht. Ja, da können wir... Die Debatte deshalb entlarven, wie du sagst. Ja. Dann würde ich jetzt gerne einmal, bevor die nächsten Fragen hier kommen, wir haben jetzt noch entbrenntes hier, Horst einmal bitten, die Frage nach dem Nordkorea und wo da das Uran herkommt und wie sich die CO2-Preise berechnen können, also nicht die CO2-Preise, sondern die Berechnung. Ich fange mit den CO2-Emissionen für Atomen an. Genau. Wir haben für den Uranatlas das Öko-Institut gefragt und gebeten, die CO2-Last für alle Energieträger im Strombereich zu ermitteln. Ergebnis, das Öko-Institut sagt, die Kilowattstunde Atomstrom verursacht 104 Gramm CO2. Das ist lange nicht so viel wie Kohle. Je nach Braun- oder Steinkohle sind das 1200 Gramm oder ein Kilogramm. Aber es ist eben immer noch 104 Gramm. Die niedrigste Emission sind Laufwasserkraftwerke mit 4 Gramm, gefolgt von Wind und Photovoltaik. Also das nur mal um die CO2-Last. Die Frage nach Nordkorea kann ich nicht beantworten, ich weiß es nicht. Aber ich will eine Geschichte dazu erzählen. Auch bei uns in Europa erfahren Sie nicht, wo das Uran herkommt. Wir kriegen die allgemeinen Daten über Euratom,
wie viel Uran aus welchen Ländern nach Europa kommt, aber nicht, wie viel Uran aus welchen Ländern in welches Land kommt. Ich habe vor Jahren die Anfrage bei der Uraneinreicherungsanlage in Gronau gemacht, woher beziehen Sie das Uran, was hier verarbeitet wird? Antwort: Fragen Sie das Wirtschaftsministerium. Ich habe das Wirtschaftsministerium gefragt, woher kommt das Uran, was in Gronau verarbeitet wird? Antwort aus dem Wirtschaftsministerium: Wir sind ein demokratisches Land, will ich sagen, unterliegt der Geheimhaltung. Man fragt sich, warum soll die Herkunft von Uran der Geheimhaltung unterliegen? Und dafür kann ich für Nordkorea, kein demokratisches Land, nur spekulieren. Also eng verbündet mit China. China hat selbst nicht genug eigenes Uran, holen das auch aus anderen Ländern. Machen Verträge mit Afrika und Indien, die haben auch zu wenig. Aus Russland oder Kasachstan, die sind mit Kasachstan ist der größte Produzent möglich, aber ich weiß es nicht. Vielen Dank. Jetzt, genau, ich hatte erst eine Dame in Gelb, die sich gemeldet hat, glaube ich. Ja, genau. Ja, ein bisschen ist die Frage von mir schon angesprochen worden. Die Fakten liegen ja auf dem Tisch. Ich gehe mal davon aus, dass die politisch Verantwortlichen die auch kennen. Und die wechseln dann ja, also das geht ja mit der Atomkraft schon einige Jahrzehnte so hin und her. Sie haben jetzt gerade gesagt, ja, es dient, aber ich frage mich die ganze Zeit, warum steckt man das ganze Geld nicht in die Energiewende? Das ist doch ganz allein. Die Antwort drauf, ja, man möchte politische Fragen vertuschen. Glauben Sie wirklich, dass das die einzige Antwort darauf ist? Was steckt denn dahinter? Da muss doch irgendwas noch dahinter stecken. Sind es irgendwelche geopolitischen Wahnsinns? Ansprüche von Ländern oder Politikern, was steckt da noch hinter? Ja, vielen Dank. Du schon kannst nicht alleine sein. Oder sind sie dumm? Das kann natürlich auch sein. Das ist doch alles dumm. Aber sie wollen wieder gewählt werden. Das ist das, ja, wollen wieder gewählt werden. Und genau, hier vorne in Kostüm. Es ging um die Frage, wie bringen wir denn diese Vernunftsargumente in die Breite? Ich muss ganz ehrlich, ich habe Ihnen jetzt wirklich mit großem Interesse zugehört. Wir haben viele Zahlen, Daten, Fakten, alles wunderbar und toll. Und ich als normaler Mensch, nicht Politikerin, denke ich mir, wieso schafft man es nicht dann doch in die Köpfe zu bringen, die Entscheidungen treffen. Und ich denke, wir sind uns einig, dass die Fridays for Future Bewegung einiges bewirkt hat, zumindest von der Einsicht, es muss sich was ändern. Und es gab sogar ein Bundesverfassungsurteil, wo das Recht auf Zukunft, dann sage ich jetzt mal ganz vereinfacht, gerichtlich festgestellt wurde. Es wäre meine Frage, und das vermisse ich zumindest von meiner Wahrnehmung her, warum die Fridays for Future Bewegung, und da wäre jetzt meine Frage an die Dame vom Bund, die BUND, warum kann man denn diese nicht damit einbinden? Weil die sind wirkungsstark, die sind wirkungsmächtig, und warum kann man das Thema Atom, das hier mit platzieren? Ja, vielen Dank. Das ist auf jeden Fall auch nochmal eine gute Frage und noch dahinter zum zweiten Mal. Zu dem Thema Vernunft. Bei der Diskussion vorhin muss ich gesagt, die Preise zwischen Atomstrom und Nuklear sind vergleichbar. Das war der wichtige Faktor, wenn es vernachlässigt, dass die Versicherbarkeit von Atomkraftwerken gar nicht dabei ist. Mhm. Und es gibt eine Untersuchung, dass wenn man Deutschland versichert, die drei AKWs versichern will, dass es im Jahr 72 Milliarden kostet, beziehungsweise andere sagen, es ist überhaupt nicht versicherbar. Und wenn ein Schaden kommt, trägst du die Allgemeinheit, das heißt, da geht es. Bei der ganzen Preiskalkulation, die Sie gerade vorgetragen haben, sind solche Aspekte ja gar nicht drin. Nee, genau. Ja, und das kommt an der Öffentlichkeit auch nicht an. Deswegen denken die Atomstrom ist genauso teuer, aber sie berücksichtigen nicht, dass da das Grundrisiko gar nicht die Versicherung halten kann. Aber ohne das ist es ja schon 3 bis 4 Mal so teuer. Externe Kosten werden ausgelagert, da gehört die Versicherung dazu. Aber das schafft dann noch eine größere Entfernung natürlich. Okay, ich habe jetzt erstmal die drei Fragen, oder das war jetzt auch vor einem Kommentar, dann noch die erstmal die Frage, also warum wird das Geld nicht in die Energiewende gesteckt, was kann da denn noch dahinter stecken? Und die Frage, die direkt an Angela geht, für in Richtung Fridays for Future. Die erste Frage, könnten sich dann Horst oder Hauke, ich würde dich ja erst vorlassen, wenn du möchtest. Ja, man muss sich ganz schön aus dem Fenster lehnen. Aber wir hatten es schon ein bisschen, Rosatom ist eine Krake, also Atomenergie ist Geopolitik.
Das, glaube ich, spielt da ganz groß mit rein. Das ist bei den fossilen Energien halt auch so. Das merken wir jetzt an diesen Verflechtungen mit Russland und den Gasimporten. Ich bin jetzt da kein Mensch im Ministerium und auch nicht in der Regierung, habe aber so das Gefühl mitbekommen, dass halt solche wirtschaftlichen Verflechtungen sich gut stellen miteinander, so ein bisschen damit reinspielt, die Energieabhängigkeiten von fossilen und Atomenergie aufrechtzuerhalten. Horst, möchtest du vielleicht ergänzen? Also die großen Stromkonzerne machen seit der Liberalisierung des Strommarkts, das war Anfang der 2000er Jahre, das ist eine ungeheure Lobbyarbeit und stehen den Politikern, ich würde sagen, im Wochenrhythmus auf den Füßen, um dafür zu sorgen, dass ihr Geschäftsmodell aufrechterhalten bleibt. Ich will mal nicht über Atomkraft reden, sondern über Erneuerbare. Es gibt seit zig Jahren ein Ausschreibungsmodell für Wind- und Sonnenstrom, wo erstmal gedeckelt wird. So viel wollen wir im Jahr neu erzeugen. Und nur die, die es besonders lukrativ machen können, die kommen ran. Punkt. Das hat dazu geführt, dass im Windbereich, in dem die Bürgergenossenschaften und die Bürger die Windkraft vorangebracht haben, dass dieses Modell tot ist. Und dass die großen Energiekonzerne jetzt da oder dort große Parks bauen können, aber die Bürger, die meinetwegen beschließen, wir wollen auf dem Acker da vorne zwei Windräder stellen und den Ertrag kriegen erstmal die Bürger aus unserem Dorf, die dafür investieren, das ist einfach weg. Also es ist Lobbyarbeit und es ist Sichern des eigenen Geldes. Und so wie die Erneuerbaren nicht ausgebaut worden sind, so wurde parallel dafür gesorgt, dass die bestehenden großen Kraftwerke so lange wie möglich am Netz bleiben können. Und sollten sie wirklich abgeschaltet werden, ist durch Verträge abgesichert worden, dass da eine große Entschädigung für die Besitzer kommt. Also es ist sehr viel Geld, was fließt und was letztlich der Energiewende verloren geht. Wenn man die Zahlen anguckt, die erneuerbaren Energien sind, du hast es gesagt, auch bei uns bei einem Drittel oder der Hälfte von dem, was hier fossile Energien oder Atomstrom kostet. Trotzdem halten wir daran fest oder einige sagen sogar, wir wollen auch neue bauen. Also es ist unrealistisch, es verhindert die Energiewende. Etliche Studien sagen, würden wir die Milliarden, die wir jetzt in den Ausbau von LNG-Terminals stecken, in die Finanzierung des Gases, was teurer wird, würden wir diese Milliarden ganz konsequent in Klimaschutz stecken, in Reduktionsmaßnahmen, in die Förderung der erneuerbaren Energien. Wir hätten im Jahr 2030 eine komplett erneuerbare Welt in Deutschland. Und das sagen nicht irgendwelche Atomgegner, sondern das sagt zum Beispiel das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Claudia Kempfert steht da als Frontfrau ganz vorne dran. Das ist durchgerechnet, das ist gezeigt, es ist machbar, es wird nur nicht gemacht. Und einen Grund, glaube ich, hatten wir vorhin auch schon sehr klar von Angela gehört, die Infrastruktur für die zivile Atomnutzung ist immer auch die Infrastruktur für die militärische Nutzung, da sind wir bei dem Punkt Geopolitik. Aber da vielleicht jetzt nochmal, Angela, was ist mit Fridays for Future? Wie stehen die zu Atomkraft und wenn sie noch nicht so richtig proaktiv dagegen sind, wie kriegen wir sie dazu, diese Bewegung mehr zu unterstützen? Sag mal was, da sitzen zwei, gell? Ich wollte mal fragen, von Fridays for Future, haben wir zwei Gäste. Ah, umso besser, von mir aus gerne. Es muss ich euch leider outen. Weil also um genau zu sein, ist das nur meine Mutter. Ich habe natürlich trotzdem, dass du da bist. Fridays for Future bin ich gar nicht so tief verstrickt. Ich bin in der Ortsgruppe von Buchheim for Future. Und dort ist unser Fokus eher auf lokalen Maßnahmen, wie wir dort wirklich lokal was bewegen können. Und in Puchheim steht zum Glück noch kein Atomkraftwerk. Deshalb haben wir dort noch keine klare Position bezogen. Allerdings kann ich eine ganz schöne Anekdote erzählen, oder auch nicht so schön. Wir haben eine Art Mahnwache in Puchheim organisiert. Und dort eine Zeit lang waren wir dann regelmäßig an Freitagen am Bahnhof und haben so ein bisschen über Klimaziele informiert und
wie das nun aktuell politisch so abläuft. Und an einer Warnmache im Juni oder Juli war das, haben sich dann ein paar PolitikerInnen von der CDU bzw. der CSU bei uns dazugestellt mit Postern, wo sie da ganz groß Werbung für Atomkraft und die Reaktivierung der Atomkraftwerke gemacht haben. Ja, die haben sich dann auch direkt so vor unseren Stand gestellt und die ganze Situation konnte dann mit Hilfe des Bürgermeisters aufgelöst werden, der dann in einem mehr oder weniger freundlichen Gespräch die anderen PolitikerInnen dazu aufgefordert hat, ihr Platz zu verlassen. Und da kann man auch sehen, dass vielleicht nicht wirklich alle ihren guten Ruf wahren wollen, sondern dass manche auch, weiß nicht, mit ein bisschen Anstand daran gehen. Ja, vielen Dank für den Einblick, das ist sehr lokal. Genau, kannst du das nochmal so ein bisschen hochbringen auf eine Genau, also es war lange Zeit so, dass wir keine klare Positionierung finden konnten bei Fridays for Future und einigen, also schon von Einzelpersonen auch immer atomkritische Statements. Und da ist zum Teil dann eben auch dieses CO2-Argument, was da immer wieder postuliert wird, verfangen. So, also das spielt da schon eine Rolle, weil das dann sehr isoliert betrachtet wird, weil man ja schon noch sagen kann, okay, es ist weniger als Kohle und Gas und man kann es aber nicht isoliert betrachten. Und mittlerweile ist es so, dass jetzt auch im Rahmen dieser ganzen Debatte um Laufzeitverlängerung wir schon ganz klare Positionen auch von Fridays for Future haben, also sowohl in den sozialen Medien, also bei Twitter beispielsweise gab es da ganz klare Äußerungen dagegen und Einzelne, auch wie beispielsweise Carla Rinsma, die ja sehr in der Öffentlichkeit steht, die auch sich schon seit Jahren immer wieder sehr deutlich gegen Atomkraft positioniert. Was ich nicht wollen würde, ist Fridays for Future jetzt verhaften für Atompolitik, weil ich finde, die machen schon mit ihrer Klimaarbeit eine wichtige Arbeit und das ist auch gut so, das sollen die auch weiter so machen. Trotzdem wäre es natürlich schön, wenn noch mehr junge Leute eben sich auch wieder für Atompolitik interessieren und da einbringen, aber Fridays for Future, die haben schon einen klaren Auftrag und eine klare Expertise und das finde ich auch gut so. Ja. Wir haben hier noch ganz viele Beiträge, glaube ich, oder ganz viel Interessantes auszutauschen. Genau, es drängt wie so oft leider die Zeit, aber wir haben das wollte ich gerade sagen. Wir haben ja noch die Gelegenheit, gleich Wein oder andere Getränke und ein bisschen Verköstigung hier zu haben und uns dann noch weiter auszutauschen. Ich glaube, der Abend hat auf jeden Fall sehr klar gezeigt, dass wir vor sehr großen Herausforderungen stehen und sie nicht gerade kleiner werden. Aber ich fand, Horst hat es sehr schön skizziert mit all diesen Krisen und die es schon in der nuklearen Bedrohung gab, die dann zur Entspannungspolitik geführt haben. Vielleicht gibt uns das ein Stückchen Hoffnung und trotzdem bleibt ja viel zu tun, wenn es darum geht, die Fakten an die Menschen zu bringen und diesen Populismus entgegenzutreten. Das ist ja bei vielen Dingen schwierig. Wir sehen es ja in diesem gesamten Konzept von Fake News, was immer weiter sich ausbreitet. Und nicht zuletzt Deutschland einem richtigen Atomausstieg inklusive Forschungsreaktoren entgegenzubringen. Also ich glaube, der Abend hat nur die Fülle und Bandbreite aufgezeigt, vor der wir stehen. Vielen, vielen Dank an euch drei für all die Expertise und die Beiträge. Und ich freue mich jetzt umso mehr nochmal, dass wir von Luise Kinsey einen weiteren Beitrag sehen können und dann entspannt ins Plauschen kommen. Da jetzt noch so viel beitragen kann. Es ist ja ganz oft jetzt der Begriff Dummheit heute gefallen. Und das finde ich auch sehr spannend, weil da finde ich es sehr, sehr erhellend, sich mit der Evolution des Bandwurms zu beschäftigen. Der Bandwurm war ja auch ursprünglich mal ein ganz normaler Erdwurm, beschäftigt mit seiner Fortpflanzung, Nahrungsbeschaffung. Und irgendwann hat er den menschlichen Darm entdeckt. Und da war dann alles da, genug zu essen, keine Gefahren mehr von außen, gar nichts mehr. Irgendwann ist der Bandwurm dann auch noch ein Zwitter geworden. Und dann war ihm sogar die Sache mit dem Partner auch noch wurscht.
Und daran sieht man, wohin das führt, wenn alles nach Wunsch läuft. Also der Bandwurm hatte praktisch im Darm des Menschen die absolute Komfortzone. Alles da. Und wohin führt es, wenn alles nach Wunsch wird? Es ist so, der Bandwurm hat kein Gehirn mehr. Das ist weggeschrumpelt. Und statt seinem Gehirn, das ist wirklich so, hat er nur noch so einen Hakenkranz, an dem krallt er sich in der Komfortzone fest. Vielleicht ist es auch ganz erhellend zu wissen, dass Markus Söder vielleicht dadurch immer noch Wähler hat. Also ich will mir jetzt nicht schon wieder an Markus Söder abarbeiten, aber es ist einfach so schön. Und es ist ja auch mehrmals jetzt schon angesprochen worden, der ruft ja auch wieder ganz laut, Atomkraftwerke verlängern und so weiter. Und es ist aber trotzdem so, dass ich fest daran glaube, nächstes Jahr ist ja Landtagswahl, das geht runter. Also viele sagen ja, irgendwas minus X, vom Plus ist schon lange nicht mehr die Rede. Das war ja damals auch schon gut, beim Verlust der absoluten Mehrheit, damals, ja auch schon, dass man gesagt hat, ja gut, sowas wie der bayerische Mauerfall war das schon. Der Abbruch der Vollpfosten der bayerischen Geschichte. Stoiber. Strauß, Stoiber, Seehofer. Aber dann haben wir gesagt, ja, mei, da dürfen wir jetzt die Freien Wähler ein bisschen mitregieren. Der Hupsi Aiwanger, das ist ja die, die ist ja praktisch aus dem Fleisch der CSU, bloß nicht so abgehangen. Aber das ist auch, ja, mittlerweile sage ich, es hat doch wirklich jetzt der letzte Leberkäsfresser begriffen, dass wir mit noch mehr Fleisch das Klima auch nicht retten. Und gut, jetzt sind ja sogar schon die Grünen in der Staatsregierung sogar denkbar in Bayern. So gut. Nach wie vor spielt natürlich die Energiekrise jetzt dem Söder noch in die Hände, weil vielerorts die Ampeln auf schwarz stehen, also ausgeschaltet. Aber trotzdem, wie man es auch dreht und wendet, ich glaube, das wird ganz schwer nächstes Jahr werden mit der Landtagswahl. Und deswegen hängt ja auch der Markus Söder selber seine Messlatte ganz tief, damit er beim Sturz nicht so weit fällt. Und die, die ihn nicht mögen, die hängen die Latte ganz hoch, damit er den Sturz am besten nicht überlebt. Aber wie man es auch dreht und wendet, in welche Richtung auch immer, die Latte hängt. Und es ist ja schon so, dass ich ja als aktive Zeit am Nockerberg, als aktive Mama Bavaria damals am Nockerberg schon dieses ewige Gebrüll von diesem Markus Söder nicht verstanden habe. Genauso wenig wie den Löwen im Wappen. Ich glaube, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich meine, Löwen sind, es wirklich, Löwen sind wunderbare Tiere. Die sind natürlich, aber immer auf sich zentriert, majestätisch ja, aber doch sehr selbstherrlich. Und was machen sie den ganzen Tag? Schlafen. Fressen und schlafen. Und so eine Typen in der Staatsregierung, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und deshalb bin ich für ein neues Wappentier in Bayern. Ich bin für die Kuh. Oh ja. Ja, die Kuh, oder? Ist doch, jede vierte Kuh steht in Bayern. Und sie bleibt auch meist da, wo man sie hinstellt. Das ist die spürt praktisch die Heimat in sich selbst. Und dieses wohltuende Ich bin, was ich bin, ist die ideale Ergänzung zum bayerischen Mir sam Mir. Und dann ist die Kuh eine Frau und Bayern soll doch weiblicher werden. Die Politik soll weiblicher werden, die Wirtschaft soll weiblicher werden, die Feuerwehr soll weiblicher werden, sogar der Männergesangsverein soll weiblicher werden. Damit auch noch alle Rümpficher sagen können, ja, genau, es stimmt, ich bin ein Depp, aber meine Frau nicht, die ist im Landtag. Und die Kuh, also ich bin, es wirklich, das, man muss sich das echt mal durch, die Kuh ist schon, und dann dieses Wiederkäuen, dieses Wiederkäuen, was gibt es denn bitte Beruhigenderes, wie dieses Wiederkäuen der Kuh, dieses Runterschlucken, Hochwürgen. Dieses friedlich gelebte Demokratie. Da ist doch so, so eine Kuh schaut doch andauernd aus, als würde sie sprechen, verstört aber nicht mit Inhalten.
Das ist praktisch die ideale, also die beste Synthese aus Spiritualität und Diskurs. Ein sprechender Schweigemönch, also Mönchen, Schweigemönchen. Und das Mu und der Kuh, meine Lieben, das ist doch auch so schön. Und das Mu, das ist Mu. Eine Kuh brüllt nicht, die Mut. Das ist die bayerische Antwort auf das buddhistische Om. Auch einen gewissen CO2-Ausstoß, aber nicht so viel wie der Löwe und sie ernährt sich ausschließlich vegan. Gras und Gänseblümchen. Und die wachsen wieder nach. So sage ich, mit der Kuh retten wir die Gletscher und uns selbst, aber so wie wir den Markus Söder kennen, wäre es natürlich wieder am Arm scheitern, weil er sagt, ja, aber wenn das so ist, wenn wir ein neues Wappentier kriegen in Bayern, dann will ich mich als Staatsoberhaupt aber auch drin wieder erkennen. Und dann wird es bestenfalls ein schlecht gekleideter Hornbox. Ja. Vielen Dank.